Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Vorbereitung auf die US-Börseneröffnung und eventuell auch Live-Trading mit Mario Lüdemann. Ich freue mich, dass Mario für uns die Zeit gefunden hat. Wir haben diese Webinarreihe, diese kleine, schon letztes Jahr zusammen gemacht und ist super angekommen. Deswegen freue ich mich, dass wir dieses Jahr das auch machen dürfen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Lab und wir schalten mal direkt rüber zum Risikohinweis, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was Mario uns heute zeigt. Das ist wichtig. Okay, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, Mario. Wünsche viel Spaß und natürlich viel Erfolg wie immer. Dankeschön. So, dann begrüße ich auch alle recht herzlich zum heutigen Webinar zur Handelsvorbereitung. Ja, das Ganze ist etwas schwierig gewesen mit der Technik bei uns gerade. Wir konnten uns leider irgendwie nicht anmelden, aber Nelson hat schnell reagiert, angerufen und uns da dann schnell weitergeholfen. Ich hoffe, dass es bei euch besser geklappt hat. Wie sieht die Handelsvorbereitung aus? Was erwartet euch in den nächsten, ja, knapp 2 Stunden? Ich werde euch mitnehmen in meine Handelsvorbereitung, werde euch zeigen, worauf ich halt achte. Wir werden uns die Märkte anschauen, wo macht es Sinn, eher long zu handeln oder eher short zu handeln. Und werden dann zur Handelseröffnung um 15:30 Uhr schauen, ob es Aktien gibt, die sich recht stark vielleicht bewegen, also wo es vielleicht größere Gaps gibt, wo wir die Chance haben, vielleicht hier einen kurzfristigen Trade aufzusetzen. Ansonsten werden wir nach Chancen suchen. Das machen wir jetzt am Anfang sofort. Aktien, wo wir Trades auf der mittleren Zeitschiene suchen, nämlich im Stundenchart. Ich habe vorhin schon einen Trade eingegeben, der aber noch nicht ausgeführt wurde. Schauen wir uns auch natürlich an. Das heißt also, ich werde euch einfach mal so grob über das mitnehmen, was uns so jeden Tag begleitet. Ich muss mal gerade schauen mit dem Monitor, dass ihr das richtige Monitorbild habt. So, doch, ich hoffe, Christoph hat schon kein Bild. Ich hoffe, ihr seht jetzt meinen DAX-Chart. Und von da aus würden wir jetzt auch dann entsprechend losstarten. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich morgens ins Büro komme, aber auch eben mittags, wenn ich aus der Mittagspause wieder zurück bin, ist mir einen kurzen Überblick verschaffen. Was hat sich getan? Jetzt war ich natürlich heute Morgen hier und habe auch gesehen, was heute Morgen passiert ist. Aber grundsätzlich ist natürlich für mich immer wichtig, wo ist die aktuelle Situation? Wo befinden wir uns im Markt? Und ich habe das Montag schon bei uns im Rahmen des Screening-Dienstes kurz erwähnt gehabt, in einem Video auch. Aus meiner Sicht, einer der größten Handicaps beim Handel ist, dass wir häufig als Händler immer nur ein Bild sehen, nämlich das, was auf dem Chart passiert. So, und das ist halt ein Bild, wo wir zwar die Kurse sehen, was passiert ist, aber nicht alle Informationen einfangen, die es gibt. Und das ist aber das, was als Händler wichtig ist, dass wir eben möglichst viele Informationen einfangen, diese entsprechend filtern und sie dann in entsprechende Trades umsetzen. Unabhängig davon, ob ihr jetzt Devisen handelt, Indizes handelt oder so wie ich in erster Linie Aktien. Deswegen, je mehr Informationen ihr habt, desto besser für euch. Wichtig ist, diese Informationen dann entsprechend zu filtern für euch und dann zu handeln. Weil was ist, wenn man auf einen Chart schaut? Wenn man nur auf einen Chart schaut, dann ist das auch so, dass wenn 3 Leute auf dasselbe Bild schauen, wir nicht alle 3 dieselben Informationen daraus nehmen. Sonst dürfte es ja eigentlich nicht passieren, dass die einen kaufen wollen und die anderen verkaufen wollen. Das heißt, das eine ist die Landschaft, also das, in dem Fall der Chart, was alle sehen, aber das, was wir dann für uns wahrnehmen, das ist eben nur ein kleiner Teil davon. Und das macht die Sache häufig so schwierig. Deswegen, je mehr Informationen da sind, desto besser. Aber auch da kommt es immer darauf an, wie gewichten wir diese Nachrichten. Okay, das nur mal im Vorfeld. Und ich zeige euch eben, wie ich die Dinge filter. Das heißt, ich schaue mir jetzt hier erstmal an, was ist in den letzten, ja, Tagen passiert. Wir haben hier nach dem starken Absturz hier sehr schön eine Bärenmarktrallye gesehen. Das heißt, der Markt ist hier sehr schön nach oben gelaufen. Wir haben hier
Rallye gesehen, wie wir sie sonst eigentlich sehr, sehr selten haben. Bis zum Hoch hatten wir über 40%. So auf dem aktuellen Stand sind wir ungefähr bei 34% angekommen. Das ist richtig, richtig stark gewesen. Wenn man sich vor allen Dingen überlegt, wie so die durchschnittlichen Bewegungen sind, wissen wir natürlich, dass wir hier weit über dem hinweg sind, was normal ist. Und was so normal ist, das kann man immer sehen, wenn man sich beispielsweise die Volatilität anschaut, weil das ist, kommen wir schon zum ersten Punkt. Die Volatilität ist etwas, worauf wir halt jeden Tag in unserer Morgenroutine auch drauf achten. Beispielsweise hier für den deutschen Markt ist das der sogenannte VDAX New. So, und ich habe jetzt mal hier ein Jahr aufgeblendet. Das heißt, es steht jetzt bei knapp 36. Und wenn ihr aber hier unten in der Historie schaut, dann sehen wir, dass man eigentlich hier so einen Durchschnittswert hat, dass wir normalerweise unter 20 liegen. Das heißt, die Volatilität ist deutlich, deutlich höher als normal. Klar, je höher die Volatilität, desto mehr Schwankungsbreite haben wir in der Regel auch. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, je höher die Volatilität, desto eher sind wir auf der Short-Seite unterwegs. Also wir haben fallende Märkte. Jetzt sehen wir hier seit Mitte März, dass die Volatilität stark abgenommen hat im deutschen Markt. Und dazu das Bild hier, seit Mitte März haben wir gleichzeitig steigende Kurse. Das heißt, ihr seht hier ganz grob, diese Dinge gehen miteinander einher. Steigende Volatilität, in der Regel fallende Aktienkurse und umgekehrt. So, das heißt, hier bekommen wir sehr frühzeitig auch immer ein Bild, in welche Richtung entwickeln sich entsprechend Märkte. Deshalb auch die Frage, die wir häufig gestellt bekommen, haben wir eine Glaskugel oder wie wissen wir manchmal, in welche Richtung der Markt geht, weil es manchmal im Chart gar nicht zu erkennen ist, weil wenn man hier unten ist beispielsweise, dann würde man ja normalerweise unter markttechnischen Gesichtspunkten eher denken, naja, das klar, es geht jetzt hier kurz bergauf, aber da wird es ja auch wieder nach unten gehen. Und das fällt eben weg, je breiter euer Bild wird. Das heißt, das ist das, worauf wir auch in unseren Ausbildungen immer schauen. Also viele kleine Bausteine, wie zum Beispiel hier der VDAX New, die uns eben frühzeitig anzeigen, dass der Markt doch in eine andere Richtung geht. So. Und jetzt wissen wir halt, okay, wir sind in einer doch immer sehr hohen Volatilität, also alles über 20 ist eigentlich das, was man weiß, okay, wir sind in keinem ruhigen Fahrwasser, aber auf der anderen Seite eben auch, wir sind sehr stark zurückgekommen und das ist eben das, was wir hier auch sehen. Wir haben hier halt eine sehr schöne Rallye gesehen und hier sehen wir hier dieses Gap, was hier entstanden ist. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil auch dazu haben wir einige Fragen gehabt am Montag, wie kann das sein? Bei dem amerikanischen Markt war das doch gar nicht so krass. Naja, wir haben halt am Freitag nicht gehandelt und deswegen ist hier halt dieses größere Gap entstanden, was wir jetzt gerade hier schließen. So, und dann wird es spannend werden, wie der Markt jetzt im Nachgang reagiert. Heute passiert eigentlich so gut wie gar nichts im Markt. Auch gestern war schon im Prinzip ein lustloser Handel. Das sehen wir uns auch gleich hier im Stundenchart an. Wir sehen also, dass die Dynamik einfach rausgeht aus dem Markt. Also wir haben hier dieses Gap, was wir hier hatten. Ich male hier mal die Unterkante ein. Da sind wir halt dran gelaufen an diese Unterkante. So, und da ist der Markt auch nicht wirklich drüber gekommen. Wir haben auch diese Korrektur hier nach oben. Also der Trend, das ist alles noch intakt. Das heißt, es spricht erstmal für den kurzfristigen Handel und da muss man auch eben als Händler wieder unterscheiden zwischen kurzfristig und mittelfristigen Handel, das ist auch ganz wichtig, weil der kurzfristige Trader ist der, der an einem Tag eine Position aufmacht und am selben Tag wieder schließt. Ich habe dazu heute auch nochmal ein Video für euch aufgenommen, was dann entsprechend wahrscheinlich morgen hochgeladen wird bei YouTube, damit man einfach nochmal sieht, wo ist der kurzfristige Handel, wie kann man da schnelle Trades setzen und dann auf der anderen Seite der mittelfristige Bereich, alles was so auf Stunde passiert oder auf Tagesbasis. So, und alles, was man intraday handelt, macht halt im deutschen Markt auch Sinn, hier zu gucken, gibt es hier News, die vielleicht hier noch in die Richtung gehen. Allerdings, und das muss man ganz klar sagen, der amerikanische Markt bietet sich halt viel, viel eher an für Trades auf der Long-Seite, weil wenn wir an das große Bild denken, der DAX ist halt eigentlich eher der schwächste Markt von allen, die da sind. Und das sieht man auch daran, dass eben viele, viele Titel wie die Commerzbank, wie die Lufthansa oder auch wie Fraport eben doch sehr, sehr schwach sind. Und deswegen habe ich auch entsprechend vorhin eine Short Order schon eingegeben in den Markt für den deutschen Markt. Schauen wir uns gleich auch noch an. Also das heißt, ich schaue mir hier einfach Stück für Stück halt die einzelnen Märkte immer an, wenn ich
am Handelsstart bin. Und das ist auch etwas, was ihr euch angewöhnen solltet. Also kommt nicht auf die Idee, einfach so, zack, ich komme gerade von der Arbeit, man setzt sich hin, man legt los. Ich meine, die jetzt hier heute dabei sind, werden wahrscheinlich eh die etwas mehr Zeit mit Trading verbringen. Da ist es ja auch klar, dass man dann eben entsprechend Zeit sich nimmt. Aber gerade die vielleicht nur neben ihrer Arbeit her handeln, da sieht es halt meistens anders aus. Auch hier sehr schön zu sehen, der S&P 500 bis an die 200-Tage-Linie gelaufen. Also der ist schon wieder deutlich, deutlich besser als der deutsche Markt. Aber auch hier befinden wir uns unter der 200-Tage-Linie. So, und das ist hier eigentlich immer so ein Bereich. Also gerade hier dieses Niemandsland am Anfang geht es hier sehr schnell. Jetzt die Bewegungen werden wieder kleiner, ganz klar. Und an der 200-Tage-Linie ist das passiert, was eigentlich fast immer passiert. Der Markt prallt hier ab und das sind halt zum Beispiel Setups, die man dann eben entsprechend dann wieder nutzt, um diese kurze Bewegung hier einzufangen. Frage ist, werden wir hier weiter nach oben durchlaufen durch den 200er EMA? Schwer zu sagen, ob das jetzt in dieser Situation passiert. Ich habe das ja auch am Montag schon im Wochenausblick gesagt. Ich glaube erstmal, dass es hier sehr schwer wird, hier in diesem Widerstandsbereich, in dem wir uns derzeit befinden. Das ist nämlich einmal die 200-Tage-Linie bei 2940 ungefähr und auf der Oberseite bei 3100. Und das heißt, da ist ein starker Widerstandsbereich. Das heißt für mich, wenn ich weiß, dass wir hier oben erstmal angekommen sind, werde ich erstmal versuchen, keine neuen Longs hier aufzumachen an dieser Stelle. Gegebenenfalls, wenn es zu einem Trendbruch kommt, das heißt, wenn wir hier unten die Tiefs herausnehmen, dann eher auf der Short-Seite wieder aktiv zu werden. Also klares Bild, hier nach oben macht wenig Sinn, nach unten sind wir noch nicht so weit. Deswegen werde ich auch im Screening-Prozess den S&P 500 nicht auf dem Plan haben, es sei denn, es gibt entsprechend eine News. Das ist was anderes. Okay, und dann kommen wir noch zum Nasdaq-Index. Und da seht ihr schon, dass es eben deutlich, deutlich besser aussieht, weil wir haben hier zum einen den Aufwärtstrend. Wir haben die 200-Tage-Linie nicht nur berührt, sondern durchbrochen, von oben angetestet und sind hier auch noch ein Stück weiter hochgelaufen und befinden uns jetzt wieder in dieser Aufwärtsbewegung. So, und das ist das, was ich vorhin auch schon kurz angesprochen habe. Es macht einfach dann Sinn, hier eben Ausschau zu halten nach eben neuen Möglichkeiten, weil das natürlich auf der Long-Seite jetzt am Ende dann der beste Markt eigentlich ist für entsprechende Trades. Das sieht man auch hier. Der Markt ist hier jetzt im außerbörslichen Handel. Das heißt außerbörslicher Handel. Der Nasdaq wird ja gehandelt jetzt, aber es ist natürlich ganz, ganz geringes Handelsvolumen, wenn ihr euch das anschaut, hier im Nachthandel, was hier an Futures gehandelt werden, das ist so um die 5.000, 6.000 Stück, da ist nicht wirklich viel. Und wenn wir uns anschauen, was so im normalen Handelsverlauf ist, da sind wir halt bei 30.000, 60.000, also das ist schon dann eine ganz andere Hausnummer. So, und das heißt, wenn also jetzt meinen Fokus auf der einen Seite im deutschen Markt eher auf der Short-Seite legen, zeige ich gleich, und dann am amerikanischen Markt dann eher Nasdaq Long. Das heißt, ich gehe hier wirklich ganz klar vor. Ich gucke immer, welcher Markt ist der stärkere, welches ist der schwächere. Im schwachen Markt will ich Short, im starken Markt will ich Long gehen. Zumindest, wenn wir in so einer Situation sind wie jetzt. Haben wir einen reinen Long-Markt, möchte ich natürlich nur Long gehen und im reinen Short-Markt entsprechend nur Short. So, das ist das Erste. So, jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können jetzt von hier aus dann weitere Schritte uns anschauen. VDAX New haben wir uns schon angeschaut. Dasselbe gibt es auch für den amerikanischen Markt, selbstverständlich. Das wisst ihr ja auch. Da gibt es den auf der Seite WIG Central, den entsprechenden Wert für den amerikanischen Markt, die Volatilität. So, und er ist im Moment bei 32,26. Auch da also deutlich über 20, aber eben auch schon wieder ein ganzes Stück deutlich nach unten gekommen. Das kann man immer sehen, wenn man auf historische Daten geht, beispielsweise muss man hier gerade eingeben, wenn wir schauen, okay, haben wir jetzt Mai, aber nehmen wir mal April und gucken uns mal den 20. April an. Da waren die Futures beispielsweise, der Kurs noch bei 39. So, und da sieht man einfach, was in den letzten Tagen passiert ist. Da war noch bei 41, 39 und jetzt 36. Also sieht man ganz schön, der Markt kommt jetzt hier immer weiter zurück. Und das ist eben das, was sich jetzt in den letzten Tagen entsprechend am Aktienmarkt gezeigt hat, ne? Also der Markt ist halt immer weiter zurückgekommen und derzeit sehen wir sogar, dass der Markt hier von Backwardation wieder in Contango versucht zu kommen. Das Bild sieht hier mit den verschiedenen Futures noch nicht ganz so toll aus, aber wir sind ja auch noch in dieser Übergangsphase. Aber es zeigt im amerikanischen Markt, die Angst geht immer weiter raus aus dem Markt, die Zuversicht kommt dazu, der Absicherungsbedarf wird kleiner.
Und das ist eigentlich erstmal ein gutes Zeichen für uns. Bestätigt eigentlich unsere Analyse, dass der amerikanische Markt doch deutlich besser aussieht und dass hier auch Chancen auf der Long-Seite grundsätzlich bestehen. Wichtig ist halt, dass wir hier die Hochs dann auch herausnehmen bei 9.020. Und das ist auch etwas, worauf ich am Montag schon im Wochenausblick hingewiesen habe. Ich glaube nicht, dass wir noch dass wir in diesem Tempo, wie wir nach oben gelaufen sind, weiterlaufen. Das ist eine. Ich glaube auch, dass wir sehr weit zwischenzeitlich von den Tiefs gelaufen sind. Ich glaube, der Markt ist reif für eine technische Bewegung nach unten. Nur das Gefühl zu haben, dass der Markt jetzt reif ist und das dann aber zu handeln, sind halt zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das heißt, das eine ist, dass ihr immer sensibel dafür sein solltet, was könnte oder was kommt als nächstes mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber dann nicht dem Gefühl nachzugeben und dieses dann sofort zu handeln, sondern immer darauf zu achten, wird das unterstützt vom Chart? Also ne, wenn ihr jetzt sagt, okay, der Markt zeigt eigentlich, was die Volatilität angeht, es geht immer weiter zurück, das sieht alles gut aus, dann ist es genau das Bild, was wir hier sehen. Das andere ist nur ein Gefühl dafür, dass wir sagen, okay, der Markt ist jetzt weit gelaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Bewegung nach unten kommt, wird jetzt immer größer. Aber solange ich das halt nicht im Chart sehe, das heißt, dass der letzte Aufwärtstrend beispielsweise im Stundenchart gebrochen ist, kann ich und werde das natürlich auch nicht handeln, weil hier ist ja das alte letzte Tief, was wir hatten bei 8.800 Punkte. Wenn wir uns hier die Aufwärtsbewegung anschauen, ist das das letzte Tief. Und solange wir da nicht runterfallen, bleibe ich auch dabei, werde ich hier eben eher die Long-Seite handeln. Die Irene fragt, kann man den VIX Central handeln? Nee, VIX Central ist ja nur die Seite, die wir jetzt hier gerade offen hatten. Was ihr hier seht, ist einmal der entsprechende also der Kurs der Volatilität, der bei 32,52 ist. Was du handeln kannst, sind die entsprechenden Futures auf die Volatilität. Also hier zum Beispiel der nächste Future, der mit Verfall im Mai ist jetzt bei 33,35 und der Juni-Kontrakt entsprechend bei 33,45. Die kannst du handeln, wenn du möchtest. Also das geht auf jeden Fall. Und du kannst auch entsprechend ETFs auf die Volatilität handeln. Das ist der entsprechende VXX. Wichtig dabei ist, man sollte sich wirklich, wirklich gut auskennen mit dem, was man da tut. Wir haben ja vorhin von Nelson schon gehört, der Risikohinweis. Natürlich ist jeder für sich selber verantwortlich. Alles, was wir machen, ist dient zu Schulungszwecken. Das ist alles richtig und auch wichtig. Aber ich möchte hier gerade bei der Volatilität nochmal deutlich auch diesen Hinweis geben, dass man wirklich genau wissen sollte, was man da tut. Weil die Volatilität kann wirklich sehr massiv von einem Tag auf den anderen ansteigen, wenn irgendwo ein externes Ereignis passiert. Und dann kommt plötzlich Panik drauf und so ein Kurs kann sich dann eben auch mal ganz schnell 20-30% von einem Moment auf den anderen nach oben schießen. Deswegen, wenn man weiß, was man da tut, wenn man richtig mit Stops arbeitet, ist das perfekt. Also wir haben ja ein eigenes Seminar nur auf die Volatilität, die da schon bei gewesen sind. Die wissen, dass das ist meiner Meinung nach, und das sagen auch unsere Kunden, das Beste, was sie jemals gesehen haben, was das Thema Seminare und Volatilität angeht. Wir machen durchschnittlich über 50% Performance alleine mit der Volatilität im Jahr. Aber man muss wirklich, wirklich vorsichtig sein. Man muss wissen, was man da tut. Und deswegen hier auch nochmal ganz wichtig der Hinweis zum Risiko. Also nochmal wiederholt, VIXCENTRAL, das ist nur die Seite und es geht eben darum, hier ist der Kurs und hier sind die verschiedenen Futures, die darauf sind. Okay, dann was schauen wir uns noch an? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das ist der Wirtschaftskalender. Das heißt, das ist auch das, was wir im Wochenausblick immer einmal die wichtigsten Termine natürlich im Vorfeld raussuchen, aber wir gucken natürlich auch für den Tag, was steht da an? Und da haben wir heute um 14.15 Uhr die Beschäftigungsveränderung gehabt. So, und das ist eben super, super spannend gewesen. Schauen wir auch gleich drauf, was der Markt daraus gemacht hat, weil es so eine hohe Beschäftigungsveränderung, von der man ausgeht, wie man sie bisher so noch gar nicht gesehen hat. Und das ist eben super, super spannend gewesen. Es ist aber nichts passiert im Markt daraufhin. Also das ist auch schön zu sehen, wenn man das hier anschaut, was ist passiert mit den Zahlen? Ja, eigentlich gar nichts. Und das ist eben, sind so Dinge, wenn man gleich guckt, also wenn man zum Beispiel auf den DAX schaut,
Da kann man es jetzt hier sofort sehen. Der Markt ist hier ein bisschen runtergekommen nach den Zahlen, also aber ansonsten eigentlich nichts. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oh Mensch, das ist ja richtig, richtig schlechte Zahlen, da müsste doch jetzt richtig die Post abgehen. Nee, das ist eben nicht so, weil natürlich alle wissen oder wussten, dass die Zahlen natürlich deutlich schlechter sind, als sie in der Vergangenheit waren. Und das ist eigentlich immer das, was das Entscheidende ist. Das heißt, also wenn die Zahlen richtig schlecht sind, und man wusste das vorher, dann hat sich halt der Markt entsprechend darauf eingestellt. Und das ist eben das, worauf man eben entsprechend achten muss. Und es ist auch, wenn man News handelt, man könnte jetzt zum Beispiel hier das Ganze im Minutenchart beispielsweise eben entsprechend umsetzen hier im DAX, wenn man das möchte, nach den News. Wichtig ist dabei eben zu warten, wirklich zu warten, was macht der Markt daraus, weil die Umsätze in der Minute, bevor es losgeht, sehr, sehr gering sind und dann wirklich erst danach anspringen. Und hier sieht man, der erste Impuls ist ja auch nach unten, hier herunter, jetzt kurz hoch und dann wieder runter. Wenn dieser Impuls größer gewesen wäre, also hier noch ein ganzes Stück tiefer, als wir das hier gesehen haben, dann wäre das auch ein guter Trade auf der Short-Seite. Beispielsweise hier unter den Tiefs oder hier im Rücklauf hinein. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Setup, welches wir auch sehr, sehr gerne verwenden. Wir werden auch nächste Woche im Mastermind drüber sprechen, wie man das Ganze dann entsprechend umsetzt. Aber wenn die Volatilität das nicht zulässt, weil sie einfach zu gering ist, also das heißt, der Ausbruch ist hier nicht stark genug im DAX, dann macht es einfach wenig Sinn, hier dann entsprechend die Short-Seite zu handeln. Und das seht ihr auch schon hier. Jetzt kommt hier auch schon die Gegenbewegung. Also das heißt, normalerweise, wenn wir hier eine starke Bewegung nach unten gesehen hätten, nachdem die Zahlen gekommen sind, man kann ja hier sehen, 14.15 Uhr, hier sind die Zahlen gekommen, kurzer Impuls erst nach oben, dann nach unten. Und dieser Impuls nach unten vom Startpunkt aus ist halt nicht besonders stark gewesen. Wenn wir uns das hier anschauen, das ist 0,2%, das ist nichts. Das heißt also, da macht es einfach dann nicht Sinn, hier jetzt auf die zweite Welle zu gehen und zu sagen, okay, wir nutzen es nach unten. Wenn die Volatilität deutlich höher gewesen wäre, also sprich die Bewegung deutlich höher gewesen wäre, dann hätten wir hier auch den ersten Trade machen können. Das ist auch immer wichtig bei News, wirklich darauf zu achten, welche sind wirklich kurz bewegend, also wo geht die Post wirklich ab, und dann muss man auch gar nicht in dieser ersten Welle dabei sein, es reicht vollkommen ab, aus nach der Korrektur dann entsprechend in die zweite Welle hineinzugehen. Okay, dann gehen wir noch weiter. Rohöl-Lagerbestände kommen heute Nachmittag noch 16.30 Uhr. Ich bin nicht so der große Freund vom Rohstoffhandel, mal abgesehen von Gold. Allerdings habe ich in den letzten Wochen das Öl wieder für mich entdeckt. Und ich habe dazu ja auch schon in der vorletzten Woche das Infowebinar gemacht gehabt zum Thema Daytrading. Da bin ich genau darauf eingegangen, weil ich da auch Rohöl entsprechend als ETF gehandelt habe. Und dann haben auch viele gefragt, ja, warum denn als ETF und nicht als Future? Es liegt halt daran, dass man bei ETFs riesige Vorteile manchmal hat gegenüber dem Handel, wenn man den Future direkt handelt. Und es liegt einfach daran, dass viele nicht verstehen, dass wenn der Öl-Future steigt, und das haben wir ja vor 2 Wochen im WTI gehabt, dass der Öl-Future erst relativ stark gefallen ist und dann plötzlich extremst nach oben explodiert ist. Aber die ETFs sind gar nicht mitgestiegen, wo eben entsprechend die Futures drüber gehandelt werden, weil das was damit zu tun haben, dass hier unterschiedliche Futures in den ETFs enthalten sind und hier es zu Rollgewinn oder Rollverlusten kommt. Und das ist auch der Grund, warum eben ETFs bei weitem im Rohölbereich nicht so stark steigen wie die entsprechenden Futures. Und man muss genau wissen, wie das funktioniert. Und das ist immer das, was ich auch versuche mitzugeben. Ihr müsst halt genau das, was ihr handelt, müsst ihr auch wirklich verstehen. Also es ist für viele halt unverständlich gewesen, warum Öl steigt, aber die ETFs fallen. Und wenn man nicht weiß, wie sich so ein ETF zusammensetzt, ist es halt sehr, sehr schwierig. Wenn ihr aber einmal versteht, was da passiert, also was Rollgewinne und Rollverluste sind, dann ist das total einfach und dann sollte man das auch auf jeden Fall in seinen Handel nehmen. Und das sind alles eben Dinge, die wir halt auch in diesen Volatilitätsbereichen halt besprechen, weil da ist es im Prinzip dasselbe, da geht es immer darum, dass entsprechende Futures immer ausgetauscht werden müssen. Also da, deswegen bin ich auch sehr auf 16.30 Uhr gespannt, ob wir da wieder den einen oder anderen guten Öltrade heute hinbekommen. Okay, dann eine Seite, die ich euch auch ans Herz legen möchte, das ist die Seite von Finviz. Ich würde mir wünschen, dass es so eine Seite auch für Deutschland gibt und tut es aber nicht.
Warum? Das liegt einfach daran, dass es einfach viel mehr Marktteilnehmer gibt, also Trader, Leute, die sich für Börse interessieren in den USA als in Deutschland. Das Ganze ist natürlich werbemäßig ein wichtiges Ding, weil die Seite kostet nichts, kriegt viele Infos kostenfrei und deswegen ist es ein Problem, also solche Seiten halt in Deutschland, weil sie sich einfach werbemäßig nicht finanzieren können. Bevor ich gleich da noch in die Tiefe gehe, ich sehe gerade noch, der Andreas fragt gerade noch, welchen Öl-ETF ich da gehandelt habe. Das war der USO. Findest auch mehr zu dem Trade bei mir auf dem YouTube-Kanal Markttechnik erfolgreich handeln. Und zwar unter dem Bereich Info-Webinar zum Mastermind-Seminar Intraday-Handel. Da habe ich das genau beschrieben. Wo sind die Vorteile hier von der Seite von Finviz? Eigentlich gibt es da unendlich, also viele positive Dinge. Also könnte man, glaube ich, wahrscheinlich hier 2 Tage darüber berichten, was man hier alles machen kann. Also was ich erstmal super finde, ist, dass man hier eben erstmal alles umsonst hat, dass man hier sehr schnell sieht, was sind die Gewinner und was sind die Verlierer im Markt. Ein bisschen problematisch für den Handel ist, dass man die meisten Werte davon gar nicht gut handeln kann. Nämlich wenn Aktien hier bei 64 Cent liegen, dann kann man die zwar theoretisch handeln, aber aufgrund der Spreads wird es dann doch häufig schwierig, das Ganze profitabel zu gestalten. Aber sobald sie im zweistelligen Dollarbereich sind, dann kann man das Ganze natürlich schon wieder machen. Das heißt, also man bekommt hier sehr schnell, das eine ist eine Übersicht. Was ich auch sehr gut finde, ist diese sogenannte Map, die ich halt sehr viel nutze und auch immer offen habe während des Handelns. Die Frage ist auch immer, wie groß ist so oder wie viele Monitore habe ich? Ich habe früher immer mit 3 Monitoren gearbeitet, bis wir hier die Büros gewechselt haben vor 3 Jahren. Jetzt haben wir ein großes Handelsbüro hier in Verl mit 180 Quadratmetern und da sind die Monitore verschwunden. Wir haben jetzt nur noch einen großen Monitor. Das ist so, als wenn man 4 kleine hat. Und da habe ich in einem Bereich halt immer diese sogenannte Map. Und diese Map bietet eine extremst gute Übersicht über das, was gerade im Markt passiert, weil ich hier genau sehe, wenn der Markt beispielsweise grün ist, dann weiß ich, okay, wir sind hier fast in allen Bereichen auf der Long-Seite. Oder wenn sich jetzt plötzlich einfärbt, von grün beispielsweise, dass plötzlich, so wie jetzt das Bild jetzt ist und jetzt als nächstes haben wir plötzlich die Hälfte rot, dann muss ich gar nicht auf Indizes schauen oder in welche Branchen derzeit am Fallen sind, sondern ich sehe sofort hier in einem, was passiert. Ich sehe nicht nur, dass hier plötzlich alles rot wird, sondern ich sehe auch noch, in welchen Bereichen es rot wird. So, hier im Bankbereich oder Gesundheitssektor grün. Also das ist eben das, was total super ist. Und ich sehe auch sofort auf einen Blick, welche Aktien besonders stark sind, weil die eben entsprechend dann auch herausgestellt werden. Das ist halt riesig. Darüber hinaus gibt es hier eben oben Screener, die ihr nutzen könnt. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Tools. Für mich, wie gesagt, im Handel das hier eigentlich eher der spannendste Bereich, dass ich eben den Überblick hier bekomme, wo ich bin. Und deswegen ist dieses Bild bei mir im Handel dann auch immer offen. Dann noch der Bereich News. Warum ist der News-Bereich so wichtig? Nun ja, als Trader leben wir von Bewegung, Volatilität, alles, was da dran hängt. Und ich finde auch, man sollte als Händler auch wissen, was im Markt passiert. Und ich benutze nicht nur diese Seite. Diese Seite möchte ich nur immer gerne zeigen, weil sie halt kostenfrei ist. Es gibt auch kostenpflichtige Dienste, DPA beispielsweise, die wir auch nutzen, um eben in Realtime entsprechend die Ad-hoc-Nachrichten zu bekommen. Hier habt ihr ja eben im Prinzip auch die gleiche Nachricht, allerdings mit einer Zeitverzögerung im Regelfall von ungefähr 15 Minuten. Das heißt, man muss auch hier wieder unterscheiden, ist man Daytrader, dann sind Daten, die 15 Minuten Zeit verzögert sind, natürlich sinnlos. Wenn ich aber auf Stundenbasis handle oder auf Tagesbasis, dann reicht das eigentlich vollkommen aus. So, und das muss man auch sagen, hier gibt es auch viel Mist, der hier steht. Oder wenn man viel Zeit hat, dann kann man sich das natürlich alles durchlesen. Für mich ist eigentlich eher das Wichtige, dass ich sehe, okay, zum einen beschäftigen sich relativ viele mit Wirecard, weil da ist ziemlich viel zugeschrieben. Aber für mich wichtig sind eigentlich eher die aktuellen Marktberichte und etwas tiefer die sogenannten Ad-Hoc-News. Ad-Hoc-News sind Pflichtveröffentlichungen. Das heißt also, die Unternehmen müssen Nachrichten, die kursrelevant sind, hier entsprechend veröffentlichen. Und da bekommt ihr dann halt sehr gut immer einen Überblick, wo was passiert. Zum Beispiel hier, wenn ich hier drauf schaue, HelloFresh hat dann am gestrigen Tag eine
Wandel, Schuldverschreibung angeboten. So, das erklärt, warum es hier zu leichten Rückgängen gestern im Markt gekommen ist. Ansonsten ist HelloFresh ja eine der Aktien, die wirklich extrem stark sind, die wir schon seit, ja, ich glaube, seit 3, 4 Wochen bei uns auch im Screening-Dienst auf der Watchlist hatten, weil es einfach ein super starkes Unternehmen ist, die großer Profiteur im Prinzip dieser, ja, dieser Marktphase sind, in der wir uns gerade befinden. Corona, die Leute möchten nicht einkaufen, möchten Lebensmittel nach Hause geliefert bekommen. Also von daher, solche Sachen findet ihr halt hier. Und diese handeln wir eben, ne? Oder wie wir auch letzte Woche Lufthansa, die plötzlich einen starken Gewinnrückgang zugeben mussten. Also die haben einen Umsatzrückgang gehabt und so um 50%, 47% waren es gewesen, aber der Verlust war viermal so groß. So, die Nachricht kommt per ad hoc und diese wollen wir natürlich als Trader dann umsetzen. Und das haben wir dann auch gemacht, haben auch die Trades entsprechend gepostet und auch bei YouTube entsprechend auch ein Video aufgenommen, was dann heute oder morgen dann auch veröffentlicht wird. Okay, also das ist eben wichtig, diese ad hoc Nachrichten und wie gesagt, diese Briefings. Briefings sind deswegen gut, weil viele eben lesefaul sind. So, und hier ist es noch mal ein bisschen zusammengefasst, wenn man da draufklickt, die wichtigsten Dinge, wie gesagt, die da sind. Wenn man mittags erst anfängt zu handeln, dann kann man hier relativ schnell sehen, also was haben die Märkte gemacht. Und dann hier beispielsweise Ausblick auf die USA. An der Wall Street zeichnet sich zur Wochenmitte ein freundlicher Handelsstart ab. Ja, das ist das, was wir auch erwartet haben, weil wir haben ja jetzt uns die letzte halbe Stunde uns die Märkte angeschaut und sind auch zu dem Urteil gekommen, das sieht erstmal alles gut aus, aber hier kriegen wir auch noch mal etwas, was uns das Ganze untermauert. Wichtig ist, wenn ihr sowas lest, beachtet es immer mit ein wenig Abstand. Also das heißt, guckt, was ihr selber für eine Meinung habt und ob diese Meinung hier unterstrichen wird. Wenn ihr eine andere Meinung habt als die, die hier steht, heißt es nicht, dass was hier steht richtig ist. Weil das hat auch nur wieder ein Journalist geschrieben. Und also ich hoffe, dass es zumindest ein Journalist ist, aber auf jeden Fall hat es irgendjemand geschrieben, das zusammengefasst, diese Daten. Und ich benutze das wirklich als Unterstützung, um hier einfach einen schnellen Überblick zu bekommen und das, was ich glaube, hier nochmal richtig zusammengefasst bekomme. Hier zum Beispiel auch nochmal, was hier gerade schon Arbeitsmarktbericht vom Dienstleister ADP. Man geht davon aus, dass es hier 22 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Wir hatten uns das ja vorhin angeschaut. Es waren 20,x Millionen. Und der Markt hat auch nichts aus dieser Information am Ende des Tages gemacht. So, also von daher alles gut. Dann hier Geschäftszahlen ist noch wichtig, falls ihr das vorher nicht auf dem Plan hattet. Geschäftszahlen von General Motors kommen vorbörslich so. Und dass hier die Zahlen auch nicht besonders gut sein werden, ist zu erwarten. Warum fallen aber deswegen nicht die Märkte? Also ich meine, wir kriegen ja zum Teil wirklich grottenschlechte Zahlen vorgelegt. Und also wenn ich so an Zahlen von Disney denke, was wir gesehen haben, aber auch von anderen Zahlen, die wirklich richtig schlecht sind und trotzdem fallen die Aktien nicht ins Bodenlose. Das wäre vor 6 Wochen, 8 Wochen noch ganz anders gewesen. Wir haben im Moment einfach ein positives Marktumfeld und natürlich sind die Analystenmeinungen, die haben natürlich sehr stark die entsprechenden Gewinne und Aussichten revidiert und jetzt kommen diese Zahlen auf diese revidierten Schätzungen. Das heißt, der Markt ist tatsächlich, nimmt im Moment, ist relativ positiv auf, dass wir von 50% Rückgang beim Umsatz und Gewinn häufig trotzdem eher steigende Kurse als fallende Kurse sehen. So, und das muss man halt wissen. Das heißt also, die gleichen Zahlen können in einem anderen Marktumfeld komplett eine andere Bewegung im Markt verursachen als das, was da ist. Und deswegen ist es auch so schwierig für viele Trader zu verstehen, warum man nicht sagen kann, A gleich B. A gleich B, was meine ich damit? Nun, ja, wenn ich sage, es kommt eine schlechte Nachricht in den Markt, da fällt die Aktie, dann würde das heißen A gleich B. Aber es ist eben nicht immer so, sondern es hängt immer davon ab, in welchem Marktumfeld befinden wir uns gerade. Und das ist eben das, was man als Trader lernen muss, zu wissen, in welchem Marktumfeld befinden wir uns und wie reagiert im Regelfall der Markt auf das, was da gerade ist. So, und da gibt es bestimmte Richtlinien für, worauf man eben schauen kann. Und dann bekommt man ein sehr gutes Gefühl mit der Zeit dafür. Und deswegen weiß man dann auch, diese entsprechenden Nachrichten entsprechend einzuordnen und kann dann auch, selbst wenn schlechte Ma Nachrichten im Markt sind, dann entsprechend agieren. Überlegt mal selber, wie habt ihr euch vor 8 Wochen gefühlt, als der DAX noch bei 9.000 war, 8.500 war, Richtung 8.000 lief?
Wenn ihr vielleicht sogar Investmentpositionen hattet, habt ihr darüber nachgedacht, eher zu kaufen oder hattet ihr eher darüber nachgedacht, bestehende Positionen zu verkaufen? So. Und das ist eben das Ding. Also unser Kopf spielt dann ja plötzlich verrückt. Wir kommen raus aus diesem rationalen Handel plötzlich ja wieder in die Zeit des Steinzeitmenschen zurück, wo wir nur noch Flucht oder Todstellen kennen oder Angriff. Und die meisten geben einfach auf. So. Und das haben wir auch gesehen. Wir haben ganz viele Anrufe von Kunden gehabt, ganz, ganz viele Coachings. Also bei uns war der März, was Coaching-Anfragen angeht, das Beste, was wir in den vergangenen 5 Jahren gehabt haben. So, warum? Weil viele dort einfach Angst hatten und nicht wussten, wie sie mit ihren Positionen umgehen. Und ihr könnt das relativ einfach für euch klären, indem ihr einfach sagt, wenn ich keine Position hätte, was würde ich denn dann jetzt tun, wenn ich eine Apple beispielsweise 40% günstiger kaufen könnte als noch vor 6 Wochen, wo ich sie vielleicht gekauft habe? Und wenn ihr vor 6 Wochen Apple gekauft habt, also zu einem Zeitpunkt, als sie noch am Allzeithoch standen, da muss man sich halt fragen, wenn man sie jetzt 40% günstiger kaufen kann, ist das jetzt ein Schnapper? Oder wird ab nächstes Jahr kein Mensch mehr Apple-Produkte kaufen? Und das ist für mich immer der entscheidende Punkt. Und wenn ihr das im Kopf klar bekommt, also diese Trennung, also nehmt, rausnehmen, von außen drauf gucken, Metaebene, dann bekommt ihr ein gutes Bild auch zu den Zahlen. Also was bedeuten diese Nachrichten, die wir hier bekommen? Und das ist eben das, was man einfach lernen muss. Und das ist halt wichtig. Was gibt es sonst noch für Zahlen hier heute? Kann man ganz gut sehen, hier gehen heute Abend noch nachbörslich. Das ist sehr häufig so dann hier T-Mobile USA, heute Nachmittag Fox, heute Abend noch. Ja, also das sind noch die Zahlen, die noch kommen. Ansonsten, wie gesagt, in Europa brauchen wir jetzt nicht vorzulesen, da hat sich auch nicht viel getan heute. Also es gab da keine großen Ausreißer. Und die Ausreißer, die es gab, die sehen wir dann halt jetzt, wenn wir jetzt nochmal wieder auf den Screener gehen und sagen, okay, wir lassen uns hier den deutschen Markt anzeigen. Was ist da passiert? Und dann gehen wir auch auf den amerikanischen Markt. So, da habe ich jetzt gerade den deutschen Markt. So, und dann, wenn wir dann hier schauen, was ist hier heute passiert, welche Ausreißer haben wir nach oben und unten? BMW ist heute schwach, naja gut, verwundert jetzt nicht, also Automobilwerte. Wirecard habe ich auch schon am Montag was zu gesagt, also dass die Aktie schwach ist und schwach bleibt, da haben wir schon im Wochenausblick drüber gesprochen. Bleibt halt nicht aus. So ein bisschen die Gefahr ist, jetzt drauf zu hauen, ist deswegen ein bisschen schwierig, weil wenn wir in das große Bild schauen, gerade wenn wir auf die größeren Zeiteinheiten gehen, da sehen wir halt, dass Wirecard hier unten in dem Bereich halt schon ein paar Mal war. Also 85 ist halt so ein Ding. Aber wenn die da durchrutscht, dann könnte hier wirklich nochmal richtig Druck auf den Kessel kommen. Das heißt also, wenn man hier schaut, hier die Tiefs, die es jetzt hier gerade angreift, da sind wir auch nicht sofort durchgelaufen. Also hier war das Tief bei knapp unter 85 und der Wirecard ist halt auch wieder draufgelaufen. Aber ich würde Wirecard halt jetzt beobachten. Das heißt, ich klicke jetzt auch einen Alarm rein, ein kleines Stückchen tiefer. Also nicht direkt den Ausbruch zu handeln, bin ich kein großer Freund von, weil das meistens nicht ganz gut funktioniert. Einfach ein Stück tiefer warte, was dann da an der Stelle passiert. Und wenn das durchrutscht, dann kann man sich das Ganze im Nachgang anschauen. Also aus meiner Sicht ist es meistens besser, nicht den Ausbruch direkt zu handeln, sondern erst zu schauen, was da auf der Seite passiert, bevor man unnütz in Trades hineingeht, wo man dann schnell Geld verbrennt. Also dann lieber einen Moment warten, gucken, was kommt und dann von da aus weiter agieren. Okay, dann schauen wir, was haben wir auf der Gewinnerseite. Da war nicht unerwartet, wie in den letzten Tagen auch schon, die Infineon-Aktie, die hier sehr, sehr stark auch nach oben gelaufen ist, auch an die 200-Tage-Linie heranläuft, sauberer Trend. Hier ist auch wichtig, dass die Aktie jetzt halt nach oben erst durchläuft. Ja, und dann haben wir noch hier Beiersdorf und das war's. Hans schreibt noch, war heute auch so gut die Zahlen bei FME Fresenius, aber der Kurs fällt heute schon den ganzen Tag. Ja, das ist das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, Hans. Also das eine sind halt die Zahlen und das andere ist eben, was macht der Markt daraus? So, und wenn wir jetzt uns Fresenius anschauen, dann kann man ja nicht sagen, dass die Aktie den ganzen Tag fällt, sondern die hat ja ein Gap nach oben gemacht und sie ist auch noch zu gestern im Plus, aber trotzdem, klar, wenn du dir das Intraday anschaust, gehen wir mal auf den 5-Minuten-Chart, weil Minute ist ja
Na, da ist die Aktie halt erst hier gap nach oben. So, und jetzt läuft die im Prinzip die ganze Zeit hier mehr oder weniger rund. Und jetzt ist aus meiner Sicht der spannende Punkt, und das ist ja auch das, was im Daytrading jetzt das Spannende ist. Die ist halt da angekommen, wo sie gestartet ist, also an der sogenannten Open. Und das ist immer etwas, was ich mir halt im Trading halt sehr genau anschaue, was wir auch dann uns dann entsprechend in den Trader-Seminaren halt anschauen, wenn Aktien dann hier an diesen Bereichen ankommen. Da ist dann der entscheidende Punkt. Das Handeln dazwischen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber das ist aus meiner Sicht der Bereich, wo die meisten Leute ihr Geld verlieren. Weil das macht einfach wenig Sinn, in diesen Phasen halt zu handeln, sondern es kommt halt darauf an, immer dort dann entsprechend auch den Handel aufzunehmen, wo dann das Chance-Risiko-Verhältnis gut ist. Und das ist halt hier an der Stelle jetzt beispielsweise nicht sonderlich gut. Jetzt ist wirklich hier dann der entscheidende Punkt, schafft die Aktie von hier aus den Start nach oben zu machen? Das wäre das eine. Oder schafft sie es nicht, das Ganze zu halten? Wir können die Aktie ja einfach mal auf die Watchlist legen, dass wir da gleich nochmal drauf schauen, dass die Aktie vielleicht gleich im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde macht, um dann vielleicht daraus vielleicht einen Trade zu setzen, damit ihr einfach seht, wie würde ich mit so einem Trade entsprechend umgehen wollen. Okay, ich schaue nochmal kurz. Gibt es noch eine Frage? Ah, Kevin fragt, wie groß sollte die Veränderung bei News sein, dass sie als bewegend gelten? Das ist ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe, ob du eine gute News hast oder eine schlechte, was Hans auch sagte, gute News zu Frisier-News und trotzdem ist die Aktie nicht besonders stark. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, Kevin. Also grundsätzlich lässt sich natürlich sagen, eine Aktie, die beispielsweise ein Gap von 5% macht, das ist schon eine starke Bewegung und solche Titel habe ich dann auch entsprechend auf dem Plan. Das heißt, also wenn wir uns gleich den Screener anschauen, was beispielsweise zur Handelseröffnung dann entsprechend passiert, dann werden wir sehen, dass wir ja, wenn wir so viele Bewegungen haben, dann schaue ich da halt sehr gerne drauf. Wenn du jetzt nur eine Bewegung von 1% hast oder so, das ist halt nichtssagend, weil so 1%, das kann schon kommen oder auch 2%. Nur weil irgendjemand, der große Taschen hat, also sprich jemand, der entsprechend viel Kapital hat, Pensionskassenfonds, wenn die plötzlich einsteigen in den Markt, dann kann eine Aktie nach oben oder nach unten gezogen werden. Dann ist mal schnell 1-2% Bewegung drin. Das heißt also 5%, da weißt du schon mal, da hast du schon mal eine Bewegung und dann lohnt es sich auch darauf, eben entsprechend zu achten. So, und wenn wir uns das anschauen hier bei Fresenius, naja, was ist da am Ende passiert? Hier ist der Schlusskurs gewesen. Hier zur Eröffnung hoch ist halt 1,5%. Bis in die Spitze waren es dann diese 5% gewesen. Also da, wo ich normalerweise sage, da würde ich jetzt drauf achten. Aber was man dann gesehen hat, ist ja hier diese typische Abwärtsbewegung zurück ja, zum Startpunkt, zurück auf Los. Und das ist auch ein bisschen, ja, was man in Indizes halt sehr häufig beobachtet, ne? Wir haben halt einen Unterschied zwischen Aktienbewegungen bei guten News und bei Indizes. Aber Indizes haben wir halt häufig diesen Range-Markt. Das heißt, es ist seltener, dass wir einen Trendtag im Aktienhandel haben. Den haben wir im Regelfall zu 20%. Nur 80% der Trades sind halt oder Trade-Situationen im Handel sind halt eher Range-Märkte. Das heißt, der Markt läuft eigentlich eher wieder Richtung Mittelwert zurück. Und das ist eben auch wichtig, dass man weiß, warum man einen Handelsansatz, der in Indizes gut funktioniert, der nicht unbedingt in Aktien funktioniert, weil Aktien eben eher trendmäßig laufen, und umgekehrt. So, also das heißt, wenn ich jetzt einen Trendfolgeansatz aus dem Aktienhandel nehme, der funktioniert halt nur im Durchschnitt jeden fünften Tag im Indexmarkt. Und das muss man halt verstehen. Und deswegen, Devisen werden anders gehandelt als Indizes und Indizes anders als Aktien. So, und nicht jeder Händler ist in allen Bereichen gleich gut. Das muss auch gar nicht sein. Deswegen gibt es ja unterschiedliche Händler. Und wenn ihr gerne Devisen handelt, dann sucht ihr euch am besten einen Spezialisten für den Devisenbereich aus. Wenn ihr gerne Indizes handelt oder Aktien handelt, dann eben entsprechend Aktienhändler. Okay, das heißt also, hier ist auch klar, was hier passiert. Dann haben wir noch die Fresenius, die gehört ja auch. Also wenn man sich Fresenius Medical Care anschaut, finde ich, sollte man auch immer einen Blick auf Fresenius werfen. Und da sieht man schon, die hat zum Beispiel auch dieses Gap gemacht, hat dann aber das Open nicht gehalten und hat jetzt dann im Prinzip von da aus dann auch den Weg Richtung Schlusskurs, hat dann auch dieses Gap geschlossen, was da ist, was auch gleichzeitig das gestrige Tageshoch war. Das ist hier diese grüne Linie. So, und jetzt wird es halt auch hier dann spannend werden, was dann da am Ende hier passiert.
Okay, und wir sehen schon, mehr Ausreißer gibt es eigentlich gar nicht, als auf der Long- und auf der Short-Seite. Die haben wir uns angeschaut. Hier unten, wie gesagt, die einzige Aktie, die hier ausbricht, ist halt die Infineon-Aktie. Ich selber handle keine deutschen Aktien im Intraday am Nachmittag, sondern gucke dann eher gleich auf den US-Markt. Was ich mache, ist natürlich meine Limite entsprechend für den deutschen Markt im Stundenchart einlegen, weil da weiß ich ja vorher nicht, wann entsprechende Aktien kommen. Und ich habe hier, habe ich vorhin schon zwei, drei Mal darüber gesprochen, also ich habe hier zum einen die Fraport, die ich sehr spannend finde. Ich zeige euch erst den Tageschart. So, also wir haben hier eine starke Abwärtsbewegung gehabt in Fraport. Das ist eigentlich ja das Bild, was wir fast überall hatten. Also hier, keine Ahnung, von 78 hier runter, 60% gefallen. Das ist richtig, richtig schwach gewesen. Dann hat die Aktie sich natürlich relativ stark wieder erholt. Was wir jetzt allerdings sehen, ist halt, dass es hier wieder einen neuen Trend gibt am Tageschart. So, das heißt, der Markt ist hier so nach unten gelaufen, hier nach oben gelaufen. Jetzt läuft das Ganze hier wieder runter. Und das möchte ich halt versuchen mitzunehmen. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Das eine ist hier am Tief entsprechend reinzukommen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist hier einfach zu schauen. Hier hat sich auch schon ein Trend nach unten entwickelt. Das, was jetzt eingezeichnet ist, ist halt auch der große Trend, den ihr gerade gesehen habt. Hier ist jetzt der nächste Trend. So, und diese Bewegung hier nach unten, hier an dieser Stelle hier, die hier gekommen ist, heute Morgen um 10, die habe ich nicht bekommen. Das ist sehr ärgerlich, weil ich da gerade im Meeting war. Aber nicht so problematisch, weil jetzt, ich nehme mal hier diesen raus, weil jetzt haben wir ja eine Order drin stehen. Das heißt, ich versuche die Aktie jetzt im Rücklauf zu bekommen. Ich nehme mal die Zeichnung hier raus. Versuche jetzt die Aktie im Rücklauf zu bekommen, etwa auf dem Niveau, wo ich sonst auch den Short aufgemacht habe. Das heißt, ich habe 36,90, da wo jetzt der Alarm liegt, habe ich auch eine entsprechende Order drin liegen. Und habe jetzt dafür erstmal einen relativ großen Initialstopp. Der liegt jetzt erstmal hier oben drauf auf dem Hoch von heute Morgen. Warum? Naja, weil das eben der Trend war, den ich gerade eingezeichnet habe. Das ist eine. Ich werde aber jetzt auch eine zweite Order platzieren. Das wird die sein, die ich jetzt hier unter die Tiefs setze, weil der Vorteil ist hier natürlich ganz klar, wenn ich diesen nehme, habe ich halt einen kürzeren Stop. Allerdings ist mir dieser Trade halt viel, viel lieber, auch wenn die Position dann etwas kleiner ist, weil ich einfach deutlich höher reinkomme, weil der Unterschied sind halt 5%. Also ob ich jetzt hier oben reinkomme, komme ich halt 5% höher in einen Short hinein, als wenn ich hier unten diesen Trade aufmache. Deswegen werde ich jetzt hier an der Stelle unter dem Tief entsprechend meine Order gerade in der Handelsplattform eingeben. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und wie gehe ich da vor? Also ich nehme jetzt einfach das Tief, wo ich dann entsprechend meine Order platzieren möchte. Und ich schaue, wo ist jetzt der höchste Punkt? Der ist jetzt bei entsprechend 36,22. Da werde ich jetzt ein bisschen drüber gehen über diesen Wert. Und wenn wir uns das anschauen, oben ist halt 36,22 und das Tief ist halt bei 35,22, also wirklich ungefähr ein Euro entsprechend an Unterschied. So, und damit kann ich auch sofort die Positionsgröße klar setzen. Das wissen auch die meisten, die mich kennen. Mein Risiko pro Trade in Aktien ist immer gleich, und zwar ist es immer 250 Euro und im Future entsprechend 1000 Euro, wobei wir zwischenzeitlich jetzt einige Futures auch nutzen, wo wir sogar von 1000 auf 2000 gehen. Das liegt einfach an der Marktphase, in der wir uns befinden, weil die Trefferquote in den letzten 2 Wochen so hoch war, dass wir unser Risiko hier hochgefahren haben. Aber in Einzelaktien, weil ich eben versuche, immer mehrere Trades nachmittags oder auch morgens zu bekommen. Wir haben im Regelfall 3, 4 Trades, dann kommen wir auch wieder auf diese 1000 Euro rauf, dann ist entsprechend dann auch dieses Risiko, was ich halt pro Tag gerne bereit bin, in den einzelnen Sessions zu nehmen. Das heißt, jetzt habe ich hier unten noch einen Alarm drunter gesetzt, damit wir auch wissen, wenn der Markt eben entsprechend gleich runterrutschen sollte, dann sehen wir auch dann entsprechend, was da passiert ist, und dann kann ich euch auch entsprechend die Ausführung dann zeigen, das Ganze dann auch in Echtgeld umsetzen. So, das heißt also, das ist ein Trade, der für mich spannend ist, erklärt, warum habe ich. Was ist noch spannend, also möchte ich noch schauen, im amerikanischen Markt, schauen wir jetzt den Tageschart.
Also das ist jetzt unabhängig von den News. Wir haben hier einmal AMD, finde ich auch ein recht spannenden Titel. Wir haben hier einen schönen Aufwärtstrend, der sich hier etabliert hat. Sind jetzt hier zurückgekommen Richtung Ausbruchsmarke. Das ist für mich immer eines der Punkte, wo ich halt immer darauf achte. Markt geht rauf, geht runter, geht rauf. Und wenn wir uns hier die Abwärtsbewegung anschauen, die ist halt hier ungefähr in diesem Bereich hier reingelaufen. Das heißt, da schaue ich dann halt auch wieder genau hin, was ist da passiert. Und dann einfach vom Tageschart, weil da sind mir die Stops zu groß, gehe ich halt entsprechend in den Stundenchart. Und da sehe ich dann halt auch, okay, was ist hier passiert. Also der Markt kommt halt hier entsprechend von unten nach oben. So, ich möchte halt, dass der Markt jetzt hier Stück für Stück dann hier nach oben zieht. Und dann möchte ich hier auch entsprechend einen Trade aufsetzen. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Sieht jetzt noch nicht danach aus, dass wir jetzt diesen Trade gleich zur Handelseröffnung bekommen, aber steht schon mal auf der Watchlist für gleich. Dann haben wir AMG, habe ich auch schon rausgesucht gehabt. Ist auch ein Titel, den ich super spannend finde. Aktie befindet sich hier, könnt ihr sehen, ganz gut an den Hochs. Hat dann jetzt in der letzten Woche hier korrigiert. Hat gestern dann auch entsprechend Stärke gezeigt, was ja auch spannend ist, hat hier unten so ein Doppeltief ausgebildet. So, von da aus dann von der 228 hier schön hochgelaufen. Und das ist auch wieder dann entsprechend, wo ich sage, okay, die möchte ich mir halt entsprechend auch anschauen, die Aktie, und hier entsprechend dann versuchen, einen Einstieg in die Aktie zu finden. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, je nachdem. Also am Ende hängt es so ein bisschen immer von eurem Handelsplan ab. Also ich selber bin ein großer Freund davon, also die Kunden, die wir beispielsweise über ein Jahr betreuen, wir haben immer 10 Kunden im Jahr in der Jahresbetreuung, keine Betreuung ohne Handelsplan. Weil es ist ganz, ganz wichtig, ihr braucht einfach einen klaren Plan, wann wollt ihr was machen. Deswegen machen wir das auch in den Ausbildungen, dass jeder einen Handelsplan schreiben sollte. Natürlich sind wir alle Erwachsene und wenn einer sagt, nee, will ich nicht, dann soll das halt sein lassen. Aber grundsätzlich glaube ich halt, dass es wichtig ist, dass man klare Vorgaben braucht, dass man nicht einfach blind im Wald hin und her läuft, sondern dass man genau weiß im Tradermarkt, worauf muss ich achten. Denn wir haben ja vorhin schon gesagt, also wenn man nur auf den Chart achtet, dann vergisst man halt viele Dinge, die drumherum sind. Und hier muss man halt schauen, was möchte ich jetzt nehmen? Möchte ich jetzt hier einfach an dieser Stelle schon einsteigen oder sage ich, nee, ich möchte lieber erst kurz vor den Hochs oder sogar erst nach den Hochs. Alles hat seine Für und Widers hier an dieser Stelle, nach den Hochs. Dann haben wir diesen ganzen Widerstandsbereich hinter uns. Man bekommt häufig eine höhere Trefferquote bei seinen Trades, aber die Bewegung von unten nach oben ist dann natürlich auch schon zum großen Teil gelaufen. Also das heißt, auch da entsprechend muss man halt wieder schauen, wo möchte ich denn tatsächlich dann am Ende des Tages auch agieren, und am Ende hängt es dann auch immer so ein bisschen an eurem eigenen Plan, was ihr dann machen wollt. Ich selber habe schon seit vielen, vielen Jahren einen ähnlichen Handelsansatz, den ich halt seit vielen Jahren einfach immer wieder für mich nutze, und das ist auch das, was für mich, für meinen Handel, für die Zeiten auch, in denen ich handle. Ich handle ja im Stundenchart sehr viel, also die Handelseröffnung halt nur tatsächlich zur Eröffnung und dann eben im Stundenchart. Und das ist auch super, weil der zeitliche Aufwand einfach sehr, sehr gering ist. Die Handelseröffnung, es ist 30 Minuten. Also spätestens um 16:30, 17 Uhr bin ich dann fertig hier im Handelsbüro. Heute Abend nicht, weil ich um 18 Uhr noch ein Webinar habe. Aber ansonsten eigentlich ist dann für mich der Handel vorbei. Genau wie vormittags von 9 bis um 10 ist dann auch erledigt. Das heißt, ich habe eigentlich drei Dinge, auf die ich achte. Wenn ich die Investment mitzähle, sogar vier. Also Investmentstrategie ist das eine. Dann eben entsprechend dann der ganz, ganz kurzfristige Bereich, nämlich die News oder das Gap, was kommt eventuell, dann eben hier der Stundenhandel und dann die Volatilität. Und Volatilität und News Trading tun sich nur so ein bisschen was so die Performance angeht. Im Investment liegt man halt so ungefähr bei 15%, bisschen mehr, bisschen weniger, je nachdem, wie das Jahr gerade läuft. Im Stundenhandel dann deutlich höher. News Trading dann nochmal eine ganze Ecke höher. Und das ist eben der große Vorteil von Volatilität. Da ist man anders als hier, wo man sehr viel schauen muss. Da gibt es feste Regeln, nach denen man agiert. Hier hat man ja immer, dass man auch auf News oder so achten muss. Und da hat man halt eine sehr, sehr hohe Performance mit einer klaren Regel. Da gehe ich rein, da gehe ich raus. Und deswegen sind auch da die Quote derer, die erfolgreich sind. Und das ist eben so der Unterschied zum Daytrader. Der Daytrader, das wisst ihr selber, ist ja kein Geheimnis, dass nicht jeder, der Daytrader werden will, auch erfolgreich wird.
gibt einfach viele Gründe dafür. Die meisten sitzen, liegt der Bereich zwischen den Ohren, also unser Gehirn. Also wir können da gar nichts für, dass wir da erfolgreich werden, sondern das liegt einfach daran, unser Gehirn ist gar nicht dafür gemacht, Trader zu werden. Deswegen tun wir uns auch so schwer in diesem Bereich. Bei der Volatilität ist es etwas anders. Das ist ähnlich wie beim Investment. Es gibt halt feste Regeln, nach denen man agiert. Das ist auch nicht einfach, aber ich weiß, dort ist die Quote derer. Ich kenne nicht einen einzigen, der das nicht profitabel handelt. Und das ist eben, weil es eben anders ist als im Trading, wo wir immer wieder mit diesen Verlustgeschichten zu tun haben. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. AMG, wie gesagt, würde ich hier tatsächlich schauen. Ich habe es jetzt gerade schon mir auch aufgeschrieben. Also da würde ich schon mal gucken, ob wir da gleich vielleicht auch drankommen. Fraport hatten wir uns schon angeguckt. Lufthansa ist eine Aktie, die ich super spannend finde, aber wie gesagt, nachmittags würde ich jetzt hier keinen Trade eingehen wollen. Und dann haben wir noch hier Vertex. Auch hier super aus der Korrektur herausgekommen, wäre eigentlich schon ein super Trade gewesen, hier gestern in den Trade hineinzugehen, hier bei 263,60. Aber auch hier würde ich jetzt tatsächlich eine Order draufsetzen. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, die ihr halt auch machen könnt, falls es euch so geht wie mir. Also bei mir ist es manchmal so, ich bin ja nicht jeden Tag im Büro so. Und das war mal früher anders zwischenzeitlich. Wie gesagt, versuche ich meine Zeit wirklich optimal einzuteilen. Und wenn ich jetzt im Stundenchart bin und ich kann den Trade jetzt nicht bekommen, weil ich es nicht gesehen habe, weil ich gerade einen Vortrag halte, unterwegs bin, dann versuche ich halt am nächsten Tag einfach auf der gleichen Höhe einfach diesen Trade einzugehen. Das haben wir uns vorhin bei Fraport schon angeschaut. Das würde ich auch hier entsprechend machen. Das heißt, wenn hier der Rücklauf kommt, würde ich hier halt auch sagen, okay, ich versuche etwa auf dem Niveau von gestern, ich würde jetzt hier beispielsweise bei der 264 entsprechend versuchen, dann heute oder morgen entsprechend den Trade abzusetzen. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe jetzt hier 264,10 die entsprechende Order gesetzt. Deswegen setzen wir hier auch den Preisalarm hin. Wichtig ist, dass man hier den Stopp noch weiß, weil der berechnet ja, wie groß die Stückzahl sein darf, die wir hier entsprechend handeln wollen. 258,60. So, das heißt, wir haben hier eine Differenz, 58,60, 59,60, 260,60, so, und dann noch drei, also 5,50 €. Jetzt mal ganz, ganz grob, das sind ungefähr 50 Aktien, dann haben wir etwas mehr als 250, also $275, das passt genau. So, und die zweite Alternative ist halt nicht hier für mich, hier über diesem Hoch reinzugehen. Zurzeit wird der im vorbörslichen Handel 272 zu 277. Das heißt, die ist dann hier oben. Da möchte ich allerdings nicht, weil das eben das Hoch hier oben ist und die Gefahr eines Dreifachshochs hier einfach zu groß ist. Okay, dann haben wir also auch diese Titel bis jetzt besprochen, die ich auf der Watchlist habe. Jetzt gucke ich nochmal, was an Fragen da ist. Also wenn ihr Fragen habt, dann stellt die gerne. Dann würde ich jetzt nochmal hier eine Fragerunde an der Stelle einschieben, weil wir sonst noch 30 Minuten bis zur Handelseröffnung haben. Ja, Hans schreibt, deutsche Börse ist heute noch gut. Ja, also wie gesagt, also wir haben ja vorhin drauf geschaut. Grundsätzlich sind wir halt heute im deutschen Markt noch stark, was auch nicht ungewöhnlich ist, wie gesagt, weil wir gesehen haben, die Volatilität geht weiter raus und solange die Volatilität rausgeht, werden auch entsprechend die Kurse halt entsprechend ansteigen. Bernhard fragt, wo ist der Unterschied zwischen Fresenius und Fresenius Medical Care? Ja, das eine ist das Mutterunternehmen Fresenius und da gibt es noch Fresenius Medical Care, das ist halt das Tochterunternehmen. Andreas fragt, wie komme ich auf die Werte, auf die Aktien. Die bezieht das mal darauf, dass du jetzt meinst, die ich jetzt hier vorgestellt habe. Das sind die, die wir in unserem täglichen Screening-Prozess heraussuchen. Die sind auch zum großen Teil halt entsprechend in unserem Screening-Dienst auch
erkennbar. Das heißt, da haben wir einfach die Titel drin, die besonders stark sind oder besonders schwach sind, die wir seit Tagen und Wochen handeln. Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel die Lufthansa-Aktie nehme, die wir jetzt schon seit vielen Wochen bei uns drin haben, dann liegt es einfach daran, dass wir eben schauen, wenn Aktien hier in diesen Modus hineinfallen, also wirklich hier so zack mit Druck nach unten, dann wollen wir die halt entsprechend auf die Liste setzen bei uns. Und da sieht man ja auch, die Aktie ist dann im Nachgang auch um 30% gefallen. Natürlich bekommt man als Trader diese 30% nicht. Das ist auch so eine Sache, wo wir immer wieder darauf hinweisen. Es geht nicht darum zu zeigen, wir haben die Aktie jetzt hier auf die Watchliste genommen, keine Ahnung, bei 12,50 und jetzt, dass wir sagen, wir kriegen hier bis hier unten hin, haben wir das mitgenommen. Darum geht es nicht. Sondern wir müssen genauso wie jetzt hier auch schauen, dass wir im Stundenchart entsprechende Trades bekommen. Die setzen wir um auf Stundenbasis oder so wie letzte Woche Lufthansa nach der News entsprechend dann auch auf Minutenbasis. Aber wir haben halt hier ein gutes Vehikel mit dem Screening-Dienst beispielsweise, wo wir sagen können, okay, das sind die Aktien, die wir jetzt auf der Long- oder auf der Short-Seite handeln wollen, so wie Fraport, die auch heute schon wieder minus 5% haben. Das heißt, da haben halt die schwächsten Aktien auf der Short-Seite und die stärksten häufig auf der Long-Seite. Aber umsetzen muss man die Trades halt am Ende des Tages trotzdem immer noch selber. Und das ist eben entsprechend dann auch der Punkt. Man muss selbst in der Lage sein, seine Trades umzusetzen. Also das heißt, es ist schön, wenn man diese Hilfe hat. Am Ende ist es so, den Screening-Dienst kann man ja für 1 € kostenfrei oder fast kostenfrei testen. Es lohnt sich aber wirklich nur, wenn man auch ein Konto hat, was im fünfstelligen Bereich ist, weil sonst macht das Ganze einfach wenig Sinn, weil die Kosten sonst im Verhältnis zum Ertrag halt nicht passend sind. Das muss man der Ehrlichkeit halber immer dazu sagen. So, jetzt gucken wir weiter. Kevin fragt, nachdem du einen Markt über den Index gesucht hast, gehst du beim Screening die Einzelwerte durch oder nur Werte, die in der Map von Finvis geeignet sind? Nee, ich gehe tatsächlich alle Werte durch, Kevin. Das machen wir. Also ich habe es früher tatsächlich von Hand komplett gemacht. Ich sag mal so bis vor 3 Jahre, 3,5 Jahre ungefähr. Jetzt nutzen wir ja, unser programmiertes Tool dafür, damit es, was uns halt die Werte raussucht, die eher auf der Long-Seite sind oder entsprechend auf der Short-Seite, um da was zu bekommen. Dann haben wir aber jetzt in der jetzigen Phase halt immer noch eine ganze Menge Titel. Das heißt, wir müssen dann immer noch von Hand da auch nochmal ran. Aber ich finde, der zeitliche Aufwand ist auch nicht groß. Also wenn ich ein Beispiel bringen darf, wenn wir die 90-Tage-Trader-Ausbildung haben, dann sind wir 3 Tage zusammen. Davon wird eben ein Großteil eben auch gescreent. Und da ist es häufig so, dass wir, wenn wir den DAX screenen, wo nur 30 Titel drin sind, brauchen wir meistens beim ersten Mal 1 Stunde. So, dann gucken wir uns den Nasdaq an. Und dann brauchen wir für 100 Werte auch 1 Stunde. Und dann schauen wir uns am dritten Tag den S&P 500 an und dafür brauchen wir etwas mehr als 1 Stunde. Das heißt also, wir brauchen eigentlich für jeden Index ungefähr, ich sag mal, zwischen 60 und 90 Minuten. Ja, wenn wir jetzt natürlich dann wieder mit dem DAX gehen würden, dann würden wir nur noch ein paar Minuten brauchen. Das heißt, dieser Lerneffekt, diese Lernkurve ist extrem stark, ist exponentiell. Das Tempo, was man an den Tag legt, wenn man in den Screening-Prozess geht. Und das ist ja bei allen anderen Dingen auch so. Und das ist nur das Problem, dass wir uns das natürlich häufig nicht vorstellen können. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns nicht Zinseszins vorstellen können, weil dieses exponentielle Wachstum, was dort entsteht mit Geld, einfach für das Gehirn einfach nicht fassbar ist, weil wir dort nur linear denken können. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Indizes, dann darauf dann entsprechend die Branchen oder dann halt in die Einzelaktien. Ja, im Prinzip geht die Frage dann in die gleiche Richtung wie das, was wir vorhin schon von Kevin hatten. Andreas fragt, wie ich auf die Aktien komme, die ich handeln möchte. Also genauso wie gerade erklärt, ich gehe halt tatsächlich in diesen Screener hinein so und schaue mir dann entsprechend dann die Titel an, die für mich entsprechend interessant sein können. Also wenn ich jetzt mal auf die Long-Seite beispielsweise gehe, da sehen wir schon, da ist jetzt im Moment nicht wirklich viel im deutschen Markt. Das darf auch nicht verwundern, weil wir haben ja vorhin gesagt, der deutsche Markt ist halt nicht besonders stark. So, jetzt gehen wir mal in den Tageschart und da sehen wir halt, die deutsche Börse ist jetzt nicht die schlechteste Aktie im deutschen Markt. Deswegen ist sie auch hier in grün gezeichnet, denn die hat vom Tief zum Hoch jetzt hier fast 60% gemacht. So, das heißt, deswegen ist die hier im Screener tatsächlich dann entsprechend in grün auch markiert. Also da im deutschen Markt geht das hier sehr schnell, während wir im deutschen Markt hier ganz klar sehen, aha, Wirecard, ne, sieht nicht so geil aus. Und hier Adidas im Moment auch nicht so. Und das heißt, also hier kriegen wir schon ein bisschen vorgeliefert, da müssen wir nicht ganz so viel tun. Das machen wir halt auch für die verschiedenen Indizes, für die einzelnen Aktien aus den Bereichen. Deswegen sind wir hier deutlich, deutlich schneller unterwegs, als es vielleicht
anderes sind. Aber nichtsdestotrotz, dieser Screening-Prozess wird andauernd von uns auch gemacht. Ihr müsst euch ja vorstellen, als ich früher nur, also ausschließlich gehandelt habe, und das habe ich ja bis vor 5 Jahren gemacht, also ich habe wirklich 15 Jahre ausschließlich nichts anderes gemacht, als nur getradet, dann hat man ja auch die Zeit dazu, diesen Screening-Prozess zu machen. Also jeden Tag diese Stunde, 1,5 Stunden sich zu nehmen, ist ja, man sitzt ja eh die meiste Zeit und wartet. Also von daher hat man auch die Zeit zum Screen. Jetzt in den letzten 5 Jahren, das wissen ja die meisten, habe ich angefangen, weil es, das kennen vielleicht die, die von euch auch schon ein bisschen länger im Trading sind. Irgendwann kommt man an so einen Punkt im Trading, wo das Geld nicht mehr an erster Stelle steht, sondern viele andere Dinge, plötzlich Freizeit auch wieder oder Zeit, die man mit der Familie, mit Kindern verbringen möchte oder auch Reisen. Das ist eine. Und dann habe ich halt für mich entdeckt, dass ich wahnsinnig gerne Vorträge halte oder Seminare gebe und habe dann einfach angefangen, hier etwas zu machen. Und jetzt haben wir ein gutes Bild. Wir haben hier, natürlich ist das beides parallel nicht möglich für eine Person. Das muss man auch ganz klar sagen. Man kann nicht Vorträge halten und gleichzeitig handeln. Das ist total schwierig. Und deswegen habe ich mich halt vor 3 Jahren entschlossen, das Handelsbüro hier aufzumachen. Wir sind hier mit 3 Vollzeitkräften den ganzen Tag, plus meiner einer, plus noch 3 Teilzeitkräfte. Und hier wird halt viel auch an Vorarbeit geliefert. Das heißt, die schauen, machen den Screening-Prozess, zeigen also schon im Vorfeld, welche Aktien muss ich mir an und noch anschauen. Die schauen, welche News sind wichtig, worauf muss ich achten. Das heißt, wenn ich komme morgens, ist im Prinzip alles mundgerecht fertig. Und deswegen kann ich halt auf viele Dinge parallel machen, auch als Unternehmer. Das ist eben der Vorteil, wenn man das dann etwas professioneller angeht. Aber ich habe auch 15 Jahre alles selbst gemacht. Und ich finde, das ist auch wichtig, weil nur wenn man das alles selber gemacht hat, kann man auch hinterher auch die Kunden verstehen. So, was haben wir noch? Martin, wie heißt nochmal der kostenpflichtige Nachrichtendienst? Also es gibt relativ viele. Besonders günstig ist halt dpa. Du kannst aber auch entsprechend Reuters nehmen. Das haben wir damals als erstes gehabt, Reuters. Ist aber wahnsinnig teuer. Und deswegen bin ich einfach bei dpa hängen geblieben. Lass mich nicht lügen, ich habe die Zahlen immer nicht so genau im Kopf, was wir für die Sachen bezahlen, aber es liegt unter 100 Euro. Ich meine so knapp unter 70 im Monat. Also das ist wirklich super, super günstig. Ich habe ja mit Trading vor 25 Jahren angefangen. Ich war ganz überrascht, irgendwie als ich das nochmal nachgeguckt habe, 1998 habe ich angefangen hauptberuflich zu handeln, also wirklich ausschließlich nur noch Trading. Und da hat zum Beispiel noch ein Nachrichtenzugang 1.000 Mark im Monat gekostet, plus eine Telefonstandleitung auch nochmal von ungefähr 1.000 Mark. So, also wenn man mal eine Größenordnung hat, wenn man heute irgendwie 100 Euro für irgendwas bezahlen muss, ob das für Kursdaten sind, die ja jetzt auch häufig auch bei CFDs kostenfrei angeboten sind, das hat es früher nicht gegeben, da musst du halt für alles bezahlen. Carsten fragt, machst du jeden Tag die Watchlist und was sind deine Kriterien neben News und Zahlen? Also die Watchlist mache ich nicht jeden Tag, Carsten. Wir machen die in der Regel 1 bis 2 Mal in der Woche. Einmal am Montag und meistens nochmal am Mittwoch oder Donnerstag, dass wir nochmal drüber schauen, passen die Titel noch, die wir drinnen haben, weil wie gesagt, der zeitliche Bereich einfach nicht besonders groß ist im Screening-Prozess. Also ich sag mal, selbst wenn wir es hier von Hand machen, dann ist es maximal 90 Minuten der zeitliche Aufwand. Und dadurch, dass wir die Unterstützung der Software haben, geht es halt deutlich schneller. Also weißt, wir haben es ja mal auch gemeinsam gemacht. Weißt ja, also länger als eine Sekunde schaue ich im Regelfall nicht auf eine Aktie, um zu sagen, ich möchte sie halt auf der Watchlist haben oder nicht. Dann habe ich nachher irgendwie 15 Stück drin oder 20 und dann schaue ich noch ein zweites Mal und dann brauche ich auch natürlich auch ein bisschen länger, um dann zu identifizieren, möchte ich jetzt lieber die oder die Aktie auf der Watchlist. Aber grundsätzlich, wenn ich 30 Titel im DAX habe, kann ich die innerhalb von einer Minute screen. Habt ihr weitere Fragen? Was hat das System jetzt wieder? Ist auch immer nett. Okay. Ja, runterfahren kann ich ja jetzt nicht. Jetzt ein bisschen blöd. Also das heißt, jetzt muss ja auch noch eine Dreiviertelstunde durchhalten. So, vielleicht schauen wir noch mal kurz hier, was der DAX im Minutenchart. Also erinnert euch noch mal an die Zeit 14.15 Uhr, als die Daten gekommen sind. Da haben wir ja gesagt gehabt, wir haben hier diese Bewegung nach unten gehabt. Das war diese Situation hier. Ich hole die noch mal vor. So,
14.15 Uhr, die Arbeitsmarktdaten sind gekommen, es ist nach unten gegangen und wir haben darüber gesprochen, warum ich diese Arbeitsmarktdaten nicht short handel, weil die Bewegung von hier nach hier einfach nicht stark genug war. So, dann ist es der Markt hier hochgelaufen und viele verfallen jetzt da drin und sagen, okay, ich gehe unten runter short. Und das ist eben das, was ich ja vorhin erklärt habe. Es macht halt wenig Sinn, hier jetzt einen Short aufzumachen. Grundsätzlich ist die Idee gar nicht schlecht, aber weil diese Bewegung einfach nicht stark genug war, verläuft die sich dann halt im Sande. So, und dann wird man hier einfach reingeholt an dieser Stelle, hat dann den Stopp hier oben drauf sitzen. So, und das muss man sich halt auch vorstellen, wenn man jetzt hier oben den Stopp sitzen hat, dann ist der ungefähr bei 700 und wir gehen hier unten bei 77 Short, das sind 23 Punkte, sind beim Mini-Future, hält sich das noch im Rahmen, was das Risiko angeht, aber trotzdem, und dann passiert genau das. Also, und das kann man halt als Trader vermeiden und ich finde, das muss man auch als Trader vermeiden. Das ist eben der Unterschied nachher zwischen dem Händler, der kontinuierlich halt seine Gewinne macht und die dann eher an der Nulllinie rumdümpeln, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, weil sie halt versuchen, jede Chance mitzunehmen und einfach vom Grundsatz her eigentlich alles richtig machen, aber dann doch wiederum diese kleinen handwerklichen Fehler links und rechts. Und deswegen, wie gesagt, achtet bitte darauf, dass ihr auch entsprechende Bewegung in den Titeln habt, wenn ihr dort einsteigt, weil ihr seht ja, der Markt hat da am Ende dann doch ganz anders reagiert. Ja, Christoph fragt, handelst du direkt aus dem Arjuna Trader heraus? Das ist eine sehr gute Frage, Christoph. Das habe ich tatsächlich 2 Jahre lang kontinuierlich auch gemacht. Dann habe ich das eingestellt. Ich bin ein Riesenfreund vom Arjuna Trader. Ich finde, die Software ist wirklich gut für die Dinge, die ich brauche. Das heißt also, für meinen Screening-Prozess ist es halt super, weil ich eben sehr, sehr schnell hier agieren kann. Ein Problem, was ich habe, ist, wenn ich zum Beispiel im Stundenchart agiere, ich gebe jetzt, habe jetzt entsprechend beispielsweise ein paar Positionen, die ich im System drinne habe, dann passiert Folgendes, wenn ich jetzt gehe, ich mache meinen Rechner aus, dann sind die Orders nicht mehr da. So, und also gerade die Stop-Orders und das ist dann halt blöd, weil das macht halt keinen Sinn. Oder ich müsste den Rechner laufen lassen. Oder ich bin unterwegs, bin mit dem Laptop unterwegs, ich habe einen Vortrag, ich gebe meine Orders im Zug ein oder am Flughafen, ich mache den Laptop zu und es ist vorbei. So, deswegen habe ich mir angewöhnt, die Orders direkt auf meine Handelsplattform einzugeben und es nicht mehr direkt zu machen. Aber ich habe es über viele Jahre gemacht, vor allen Dingen, wenn ich nur im Minutenchart agiert habe. Zwischenzeitlich ist aber einfach so, dass ich mir einfach angewöhnt habe, wieder direkt über die Handelsplattform zu agieren. Aber man kann das wirklich machen. Also ich könnte auch dieses Problem mit den Orders lösen, indem ich einfach einen externen Server nehme. Also das habe ich auch schon geklärt. Das ist auch gar nicht so grundsätzlich das Problem. Dann kann man halt von überall drauf zugreifen und dann würden auch die Orders entsprechend da liegen. Gibt noch ein, zwei andere Handicaps, die hier manchmal aufgetreten sind, dass eine Order, ein Stop nicht weitergegeben wurde und das ist dann halt blöd, weil bei einer Aktienorder von 250 Euro, wenn es da mal schief läuft, da kann man immer noch einen Haken dran machen und sagen, ja gut, ist nicht ganz so dramatisch, wenn die Order nicht ausgeführt wurde, aber wenn es im Future passiert, gerade bei der Volatilität, die wir die letzten 8 Wochen hatten, dann ist es halt blöd und deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, das Ganze wieder direkt zu machen. Aber wie gesagt, für mich persönlich die vom Handel her eines der besten Softwarelösungen, die es für den Trader-Bereich gibt. Ansonsten finde ich auch noch TradingView ganz gut, weil es auch vor allen Dingen erstmal eine kostengünstige Variante ist. Also wenn man anfängt, bin ich ja eh ein großer Freund davon, kostengünstig zu agieren. Gibt so ein paar Softwarelösungen, von denen ich nicht ganz so begeistert bin. Das ist halt meistens bei kostenfreien. Die haben halt häufig andere Leaks oder Leaks, da muss man halt gucken. Christoph fragt, bei der TWS im Chart oder in der Orderzeile, also es ist tatsächlich so, dass ich in der Orderzeile auch jetzt gerade entsprechend Orders dann entsprechend platziert habe, weil das ist für mich meistens schneller als im Chart, ich kann es mir ganz kurz hier hochholen, da sieht man das dann auch, dass ich hier entsprechend dann Orders dann entsprechend eingesetzt habe. Das mache ich immer hier drin. Was ich allerdings häufig mache, ist halt die Verwaltung mache ich halt dann doch eher im Chart. Also das heißt, also ich ziehe den Stop dann einfach meistens nach im Chart, wenn ich den offen habe.
Und ja, das sind so die unterschiedlichen Ansätze halt. Aber ich komme halt mit dieser Software halt sehr gut so klar. Trotz des Alters. Aber das ist Ach, so ja, alt bist du noch gar nicht. ich nicht, aber die Software. Die habe ich schon, ich habe 2000 hat mir damals noch der Carsten Lücking die Software eingerichtet. Ja, nutzt es schon wirklich sehr lange, ne? Ja, 2000 habe ich die, damals eben ausschließlich für den amerikanischen Markt, ne? Weil da war ich ja noch bei einem Broker gewesen, die im deutschen Markt sehr stark waren und vor allen Dingen super, super günstig. Also die haben ja damals schon Konditionen gehabt, die unter IB waren. Lars fragt noch, handelst du auch Optionen? Gute Frage. Also ich habe zwei Optionsseminare zwischenzeitlich gemacht. Also viele wissen das ja, ich mache wirklich wahnsinnig viel Weiterbildung, also mindestens 10 Wochen im Jahr. Ich bin auch bereit, im Jahr bis zu 40, 50.000 Euro für Weiterbildung auszugeben. Im Optionsbereich habe ich zwei, wie ich finde, super, super starke Kollegen auch gesehen, die auch stark im Optionshandel sind. Und bei beiden bin ich zum selben Schluss gekommen, es ist nicht meine Welt. Das hat nichts damit zu tun, dass der Handel mit Optionen nicht gut ist. Der hat wahnsinnig viele Vorteile. Um einen zu nennen, die Trefferquote ist eben deutlich höher als im Aktienhandel. Also wenn man im Trading ist, egal ob man jetzt CFDs, Devisen handelt oder Indizes handelt, die meisten haben Trefferquoten, die sind, sagen wir mal, zwischen 40 und 60%. Die meisten eher um die 50 oder tiefer. So, wenn ihr Optionshandel macht und Optionen schreibt, dann wird die Trefferquote eher bei 65 bis 70% liegen. Das ist mental so wichtig, dieser Punkt. Und deswegen machen das auch viele. Allerdings, und daran bin ich immer wieder gestolpert, ist, bei Optionen weiß ich immer, ich bekomme, wenn ich eine Option schreibe, 100, 200, $500. Das weiß ich vorher. Ich weiß aber nicht, wie viel ich im schlimmsten Fall verlieren kann. Oder sehr schwierig, es sei denn, ich baue wieder irgendwelche Konstrukte mit Optionen zusammen. Das heißt, das Verlustrisiko ist unwahrscheinlich groß. Diese sogenannten schwarzen Schwäne, die auftauchen können. Aber ich weiß halt, wie viel Gewinn ich mache. Und im Handel, wenn ihr jetzt hier bei FX Flat handelt und ihr handelt CFDs, dann wisst ihr halt genau, wie groß ist euer Verlust. Ihr wisst nur nicht, wie groß euer Gewinn ist. Ich kann aber besser damit leben, wenn ich weiß, mein Verlust bei einem Aktientrade ist 250 Euro, $250 oder der ist 1000 Euro, wenn ich den DAX Future handle. Damit kann ich umgehen, weil da weiß ich genau, wie groß mein Verlust ist. Und den Gewinn, der ist eigentlich egal für mich, weil ich weiß, die Trefferquote, die ich habe, liegt um die 55%, nicht ganz 53% meistens. Und der durchschnittliche Gewinn, den ich habe, der ist etwa doppelt so hoch wie der durchschnittliche Verlust. Also ich sag mal, wenn ich 250 Euro als maximales Risiko habe, dann liegt der durchschnittliche Verlust ungefähr bei 170, 180 Euro und der durchschnittliche Gewinn liegt irgendwie bei 350, 380 Euro. So, und damit kann ich vielleicht auch gerade eine Frage schließen. Hier an der Stelle noch, ich weiß nicht, ob derjenige da ist, aber wir haben bei YouTube kam die Woche die Frage, wie man bei einer Trefferquote von 50% denn erfolgreich sein kann. Man muss ja auch noch Gebühren bezahlen. Es liegt einfach daran, dass der durchschnittliche Gewinn natürlich auch größer sein sollte als der durchschnittliche Verlust. Das heißt, wenn ich im Schnitt 100 Euro Risiko habe und auch die 100 Euro verlieren würde, dann habe ich halt 100 Euro Verlust. Wenn ich auf der anderen Seite aber 150 oder 200 Euro im Schnitt Gewinn mache, dann bleibt halt selbst nach einem Gewinn und einem Verlust-Trade was über. So, und von dieser Differenz leben wir halt alle, die Trader. So, und deswegen ist es egal, ob man 50% Trefferquote hat, 45 oder 55. Klar, je höher sie ist und je höher dieser CAV-Wert ist, desto besser ist es. Das wird jetzt auch zu tief führen, aber grundsätzlich ist das eigentlich die Mathematik dahinter. Klar, wenn ich 200 Euro gewinne und nur 100 verliere, bleiben halt 100 Euro über. Davon kriegt der Broker auch noch 5 bis 10 Euro. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil der leistet ja auch eine ganze Menge. Bringt die Orders zur Ausführung, der gibt euch die Chartsoftware, macht Webinare, also all das. Und deswegen muss der auch Geld verdienen, wie jeder andere auch. Darfst du den Kollegen nennen, bei dem du auf dem Seminar warst? Fragt Irene. Ja, darf ich machen? Tue ich aber nicht.
Es ist auch gar nicht böse gemeint. Ich finde, ihr solltet wirklich euch selber informieren und gucken, welcher Kollege für euch wirklich passt. Weil alles, was ich für gut finde oder vielleicht nicht für gut, ist ja meine subjektive Meinung. Und wie gesagt, das Seminar selber war wirklich richtig gut gewesen. Es hat dann allerdings Verwerfungen in anderen Bereichen gegeben. Deswegen mag ich das nicht tun. Aber schaut einfach bitte selbst. Also schaut euch, welche Kollegen sind lange am Markt und bringen auch kontinuierlich gute Performances raus. Also es gibt wirklich nur 3, 4, 5, also maximal eine Handvoll. Sind jetzt gar nicht so viele, die da in Frage kommen. Und da findest du auch auf jeden Fall was. Oder ruf mich einfach im Handelsbüro an, dann kann ich, würde ich dir auch so sagen, ich möchte es jetzt hier nur nicht über den Äther machen, ja? Okay, schreibst du auch schon, okay, verstehe ich, weil ich finde, das gehört hier auch da nicht hin. Okay, dann würde ich sagen, Marc beginnt in 5 Minuten. Ich würde dann nochmal eine 2-minütige Pause gerade machen und dann geht es gleich sofort los um, ja, 2 Minuten vor halb, dass wir dann genau auf die Märkte schauen. Ich hole mir nur noch gerade kurz einen Tee und dann geht es in 2 Minuten weiter. Bis gleich. So, dann bin ich wieder zurück und dann schauen wir jetzt noch einmal ganz kurz, was jetzt der Markt macht. Also der deutsche Markt, haben wir gesehen, ist ja einfach weiter stark. Und ich werde jetzt hier im Screener jetzt umsteigen aus dem deutschen Markt raus in den amerikanischen Markt, um einfach zu schauen, ob wir hier beispielsweise zur Handelseröffnung im Nasdaq vielleicht Titel haben, die gleich zur Handelseröffnung mit einer gewissen Stärke in den Markt kommen. Müssen allerdings auch die deutschen Titel dann rausnehmen, weil dann haben wir nur die amerikanischen Titel drin. Lasst euch nicht hier verwirren, hier steht noch DP, Daily Performance. Das ist noch die Performance vom Vortag. Das heißt also, da müssen wir auch noch kurz warten, bis dann gleich in einer Minute der Handel eröffnet. Dann kommen da die aktuellen Zahlen dann entsprechend gleich herein. Und wie gesagt, dann schauen wir uns genau an, wo könnte es denn Sinn machen? Wir haben ja vorhin hier schon Amgen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, die werden jetzt vorbörslich bei 237, 238 gehandelt. Das heißt, hier wäre der Ausbruch dann im Prinzip dann genau hier an der Marke, wo sie gestern auch am Hoch waren. Da müsste man vielleicht dann nochmal einen kurzen Blick drauf warten. Vertex hatten wir vorhin auch noch, wo wir gesagt haben, ja, ungefähr, wenn die Aktie zurückkommt, hier in den Bereich von 264, sieht es im Moment auch noch nicht nach aus. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich gleich im Screening-Prozess hier gucken müssen, welche Titel interessant sein könnten. Okay, dann würde ich sagen, dann schauen wir einfach mal, was jetzt kommt. Schalte dafür jetzt auch in den Minutenchart, weil das ist am Anfang eher spannender, was da passiert. Hier sehen wir entsprechend die Titel, die dann jetzt entsprechend mit Minus aufgemacht haben, ungefähr 3%. Das ist auch nur ein Titel, das heißt, von diesen 5% sind wir da noch ein Stück weg, aber grundsätzlich, weil ich jetzt nicht weiß, wie die Aktie vorher aussah, gucken wir uns halt den Tageschart dazu nochmal an. Das heißt, die hat ein neues Hoch gemacht und ist im steigenden Markt hier mit einem Minus reingegangen. Dann schauen wir uns einfach die Long-Seite an. Da sieht es schon ein bisschen anders aus. Bereich Services hier im Mercado Libre sehr, sehr stark mit 18% im Plus. Auch hier ein recht starkes Plus von 7%. Das heißt also, hier haben wir 2 Titel, die recht gut aussehen. Hätte jetzt hier entsprechend schon mal in der TWS entsprechend die beiden Titel vorbereiten. Also jetzt, wie gesagt, wird jetzt gerade einen Blick dann auf diese beiden Titel werfen. Die Aktie hat hier über dem Vortageshoch aufgemacht, was auch nicht ausbleibt bei 7%. Und jetzt müssen wir einfach mal warten, was hier in den ersten Minuten hier entsprechend in der Aktie entsprechend passiert. Ähnlich hier auch.
Auch das ist wichtig, dass man nicht einfach blind auf die erste Minute gleich drauf springt. Also das kann man wahrscheinlich auch machen, wenn man ein gutes Bild davon hat, wieso, weshalb, warum jetzt eine Aktie in eine bestimmte Richtung läuft. Wenn man das aber nicht weiß und auch nicht einschätzen kann, ob jetzt dieses Gap von 19% tatsächlich eher wenig ist oder eher viel, weil das hat nichts mit dem prozentualen Satz zu tun, sondern hat eher damit zu tun, welche Nachricht dahinter steckt, dann würde ich da halt nicht einfach blind drauf springen. Ja auch, ne? Die Aktie kurz runtergefallen, jetzt hoch, müssen wir jetzt einfach abwarten, was jetzt passiert, ob wir ein Handelssetup bekommen, was wir markttechnisch entsprechend handeln können. Ansonsten bei den Titeln, die wir vorhin schon rausgesucht haben, Amgen ist einfach zu stark, da kommt im Moment nichts, kommt auch nicht zurück und Vertex auch nicht, aber ich lasse die beiden Orders natürlich erstmal drinne. So, hier sehen wir jetzt, dass die Aktie hier sich oberhalb des Opens hält, jetzt hier in die Korrektur hineinläuft. Pinterest auch mit einem Riesengap. Ja, also grundsätzlich erstmal sehen beide Werte spannend aus. Jetzt einfach mal schauen, was sich hier entwickelt. Nicht so toll ist das, wenn die Aktie A das Open schlägt, B, wenn wir jetzt hier nach unten durchlaufen würden. Ja, es ist hier jetzt deutlich, deutlich besser. Guckst du viel auf Open Interest, Nelson? Ja, also nicht viel, aber auch, aber vielleicht hast du mich eben falsch verstanden. Die Aktie Pinterest, Pins, die Ah, hatte Pin. einen riesen, Okay. genau. Die Okay, hatte alles jetzt auch, klar. glaube ich, auch 15% Downside Gap. Okay. Ja, ich handle, was die Nasdaq angeht, fast nur Nasdaq 100 Titel, weil die Geldbriefspannen sonst zu groß werden. Ja, ich sehe aber auch, dass Pence auch ein Short-Selling-Verbot jetzt hat. Ja. Gar nicht. Also hier will ich mich jetzt einstoppen lassen, sollten wir bis hoch hinaus gehen. So, jetzt sind wir drin. Können wir uns auch gleich anschauen. Ein Problem habe ich seit ein paar Tagen. Warum das ist, weiß ich nicht genau. Dass die Aktien im Moment, warum auch immer, direkt erstmal nicht handelbar sind. Auch auf der Long-Seite nicht. Sehr verwunderlich. Ich glaube, da muss ich mal gucken, wo das Problem liegt. Ich habe es jetzt als CFD eingegeben. Also es liegt nicht an der Kontogröße. Weil diese Pattern Days ist natürlich schon klar, aber es gilt ja nur bis 25.000 Dollar, wenn ich das richtig im
Ja, korrekt. habe. Und deswegen wundert mich das, dass das nicht geht. So, ich werde jetzt hier auch einen Teilverkauf eingeben. Und zwar, wir haben einen Stop von etwa 10 Dollar. Und wenn jetzt den bei 20 Dollar eine Teilgewinn mitmachen, machen wir uns zwar bei 768, 15. Worauf ihr unbedingt achten müsst, und das ist mir gerade wieder passiert, als ich vorhin eine Order aufgesetzt habe für Fraport, dass ihr darauf achtet, dass ihr Stop und Limit nicht verwechselt, also in den Orders. Und mir passiert das häufig, wenn ich solche Sachen mache wie jetzt hier, dass wenn ich rede und gleichzeitig handle, scheint ein Männerphänomen zu sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alle Männer betrifft, aber mich betrifft das auf jeden Fall. Ich kann ganz, ganz schwer zwei Dinge gleichzeitig machen. Und das werdet ihr auch gleich sehen in der Ausführung. Da habe ich mich in Trade rein und bin sofort ausgeführt worden, obwohl ich ja unter dem Tief rein wollte. Also von daher wundert euch gleich nicht, dass wir zwei Ausführungen hintereinander in Fraport haben. So, hier oben möchte ich entsprechend meinen Take Profit setzen. Mein Stop sitzt hier unten drunter. Unter dem Tief. Warum? Hier ist das hoch gewesen. Hier sind wir in die Korrektur gegangen, habe mich hier einstoppen lassen. Mit einer Stop bei Limit Order. Ist die Order deutlich besser ausgeführt worden als gedacht. Wenn man nur einen reinen Stop eingibt, läuft man halt immer die Gefahr, dass ihr etwas höher ausgeführt werdet, als ihr das möchtet. Bei einer Stop bei Limit Order kann man das ja einigermaßen steuern, zu welchem Kurs man ausgeführt wird. Das heißt, ursprünglich war das Risiko auf 12 Dollar, also 250 Dollar kalkuliert, sprich 20 Aktien. Das hört sich auch immer gar nicht so viel an, aber seitdem ist es halt an dem Wert sehen. Wir sind halt bei 750. Mal 12 Dollar sind halt 240 Dollar. Also, erster Trade ist dann hier gerade auch ausgeführt worden. Kann man hier auch gerade sehen. Ich will jetzt hier nicht zu viele Fenster aufmachen, nicht, dass das gleiche hier wieder passiert wie vorhin, aber hier ist der Trade, den wir hatten, ist jetzt gerade eine Teil verkauft worden. Jetzt 420 Dollar vorne mit dem Trade. Verkauf war eben wie geplant hier an der Linie. Die nächste ist dann hier oben entsprechend nochmal 20 Dollar höher. Da möchten wir dann entsprechend die zweite Order rausgeben mit dem neuen Hoch, was hier jetzt entsteht. Jetzt so für 77, 70, 770, 70, 68, also ist ungefähr auf doppelhoch hier. Kann ich jetzt meinen Stop oder werde ich jetzt meinen Stop entsprechend unter das letzte Tief dann entsprechend nachziehen im Handel, sodass der Trade dann auf jeden Fall auch die zweite Hälfte dann im Plus abgeschlossen wird. Da war das Tief bei 762. Das heißt, da wird dann entsprechend der Stop dann entsprechend auch angepasst. Wichtig ist, wenn ihr einen Teilverkauf gemacht habt, dass ihr dran denkt, dass die Ordermenge sich dann natürlich auch verändert. So, das heißt, den Stop, den wir ursprünglich hier unter dem Tief hatten, haben wir jetzt hier unter bei 761,85 hier unter das Tief gesetzt. So. Ja, und das ist eigentlich auch, ich sag mal, der spannendste oder auch der wieder langweiligste Teil. Also man muss halt hier gar nicht mehr viel tun, ne? Man hat hier die Aktie liegen und man guckt jetzt, kann noch mal ein bisschen gucken, was ist mit den anderen Sachen, die wir so hatten. Also auf der Short-Seite hat sich nichts weiter getan. Und auf der Long-Seite, die Aktie, die wir vorhin hier auch überlegt hatten, ob da vielleicht was passiert, ist das Bild eingetroffen, was wir auch gesagt hatten. Also das Open hat nicht gehalten, der Markt ist runtergerutscht, hat aber kein entsprechendes Setup geliefert, auch in der Zeit. Das heißt, da war es auch gut, dass wir uns auf diesen Wert konzentriert haben. Und noch dazu gekommen ist hier die Aktie mit dem Kürzel CLKLAC. Auch hier im Prinzip das Open, erst nach unten, dann nach oben, wieder hier runter. Da ist eigentlich nichts passiert, also kein Handelssetup, auf das ich jetzt auch gehen werde.
Abgesehen davon, dass es ja auch auf 16 Uhr zugeht, ich dann keine neuen Intraday-Trades mehr eingehen möchte. Das heißt, ich werde das hier jetzt nochmal in groß machen, damit wir das auch sehen. So, das heißt, ich kann eure Fragen dann auch weiter hier parallel beantworten. Falls ihr noch Fragen habt, dann schaue ich das gerade. Ich muss gerade das Fragenfeld noch aufmachen. Aber die 10 Minuten auch noch sinnig nutzen. Ja, und das ist eigentlich das, so dieses typische Bild, also im Handel. Ihr habt vorher die Analyse gemacht, seht 2, 3, 4 Werte, die vielleicht in Frage kommen für euer Trading, die setzt ihr dann entsprechend um. Und ja, also es ist weder mit Emotionen noch sonst irgendetwas, wenn ich da im Handel bin, das ist einfach unwahrscheinlich normal, wie Autofahren. Also ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken. Ich sehe ein Setup, habt ihr auch gemerkt, geht da total ruhig dran, setzt das entsprechend um, gehe rein, fertig. So, und weder die Freude noch das, also über ein CRV von 2 ist halt das, was wir normalerweise halt auch brauchen im Handel. Ist ja das, was wir, auch dazu haben wir heute übrigens auch ein Video noch gemacht, warum es so wichtig ist, das als Ziel zu haben. Ja, und das ist halt normal. Worüber man sich besonders freut, sind dann Gewinne, wenn das CRV von 4 erreicht wird oder 10, wie wir das letzte Woche mal vielleicht in Lufthansa hatten, aber so, das ist halt normales Business. Ne? PC-Absturz bei Mario Peter, ja, hat vielleicht neu gestartet, genau. Wird ATVI jetzt interessant? Kann ich auf jeden Fall mal drauf schauen. ATVI, ATVI. Ja, die hat jetzt auch eine Daily Performance von 5%, fast 6. Also, wie gesagt, also ich gucke halt wirklich darauf, was passiert hier halt. Und es ist halt nicht so dieses typische Setup, was ich jetzt mir hier halt für die Aktie anschaue. Ich mache hier nochmal die Sachen rein, die für mich halt auch noch super spannend sind. Die Daylines, was wir vorhin auch schon gesagt haben, ich gucke mir halt an, wo macht die Aktie auf, wie bewegt sich die Aktie, und es ist halt kein Handelssetup. Moment, ist auch, so, jetzt haben wir es. Aktie hier geht erst runter, dann rüber. Also für mich ist es halt kein Handel, also weil nochmal die Frage kam von Thorsten, also ich würde hier jetzt nicht drauf gehen, weil mein Handelssetup nicht da ist. Wie hoch war der Initialstop, fragt Marc. Ursprünglich kalkuliert war der auf 250 Dollar, also 240 plus Gebühren, also ganz grob 250. Ich habe aber aufgrund dessen, dass ich ja eine Stop-Limit-Order agiere, bin ich wirklich recht gut ausgeführt worden, also etwas günstiger als gedacht. Somit war das Gesamtrisiko 200 Dollar plus Gebühren. Und ja, jetzt lassen wir den Trade einfach entsprechend seinen Lauf und schauen einfach, wie die Aktie sich entsprechend entwickelt. So. Also das hier ist im Prinzip immer das Risiko, wenn man an einer bestimmten Stelle halt einsteigt, bis hier herunter, und ja, es waren halt genau 10 Dollar gewesen. Ausführung war bei 200, bei 700. Muss mal gerade ins Handelsprotokoll gucken. Bei 748,13 ist die Order ausgeführt worden. Und bei 768,15 der entsprechende Teilverkauf. Okay, wenn ihr noch Fragen habt, wir haben noch 5 Minuten, dann gerne in den Chat. Wie gesagt, ich werde hier noch den Trade natürlich jetzt zu Ende verwalten hier. Sieht so aus, als wenn er sich jetzt auch von alleine verwaltet. Also wir laufen jetzt sehr schnell auf den Stop zu. Das ist auch der Grund, warum ich mit Take Profits arbeite. So. Damit ist die Order auch entsprechend ausgestoppt. Ihr habt wahrscheinlich auch gerade das Signal gehört. Das heißt, die restliche Position ist gerade ausgestoppt worden bei 749,15.
50,38, sind aber immer noch mal 11 Dollar Gewinn. Das heißt, dass der ganze Trade hat dann gut 300 Dollar Gewinn eingebracht für 20 Minuten Arbeit. Das ist schon vollkommen okay. Und ab jetzt würde ich nur noch, wenn ich jetzt im kurzfristigen Handel was machen wollte, nur noch im 5-Minuten-Chart agieren. Auch das liegt einfach daran, dass die Volatilität in den ersten Minuten deutlich stärker ist als in den darauffolgenden. Also auch das ist ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass die Volatilität halt zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark ist. Und sonst wären die Stops zu groß an bestimmten Stellen. Also auch da solltet ihr als im Handel immer darauf achten. So, und dann schaue ich noch auf die Fragen, die noch reingekommen sind. Carsten schreibt, möchte nochmal Danke sagen, das sieht alles sehr spannend aus. Ja, Carsten, du weißt ja, also ich finde, haben wir ja schon oft auch drüber gesprochen, also ich finde Trading, also gerade das Handeln von Gaps, von News, ich finde es halt super toll, weil man eben nicht lange handeln muss, um an den Erfolg zu kommen oder auch an das ausgestoppt. Also am Ende ist mir das wurscht, also ne, ihr seht ja, 20 Minuten dauert so ein Trade, dann ist der im Regelfall vorbei und man hat das Ergebnis. Das ist das, was ich so toll dran finde. Wie gesagt, die Trefferquoten, die 53-54%, spielt auch, macht auch im Prinzip eine Geige. Wir haben vorher gesagt, dass der durchschnittliche Gewinn ungefähr bei 300x liegt und der durchschnittliche Verlust halt bei 170 ungefähr. Also das ist auch ungefähr 1:2. Das haben wir jetzt knapp hier auch gehabt, durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust. Also das Normale. Und ich finde, man muss halt ganz unaufgeregt halt an solche Trades herangehen. Ne? Also wirklich ganz entspannt, ganz easy. Gerade am Anfang, wenn man sich dann nicht sicher ist, macht es im Demokonto und dann mit kleinen Summen. Man muss ja nicht gleich mit 200, 300 Dollar Risiko anfangen. Man kann ja auch mit 20 anfangen und dann klar. Ne? Okay, Irene schreibt noch, klare Ausführungsregel, aber alles steht und fällt mit dem Screening, oder? Jein. Also, wenn ich auf Tag-Stunde handle, da hast du vollkommen recht, also die Trades, also die Vorbereitung, die wir uns angeschaut haben, was jetzt ja auf Tag und Stunde geht, wo ich entsprechende Orders reinsetze, da, wo wir auch, ich sag mal so im Durchschnitt 35% mit im Jahr machen, ja, da gibt es feste Regeln für, wie wir halt in den Markt hineingehen. Im Prinzip haben wir diese festen Regeln natürlich auch fürs Daytrading, klar, es sind nur mehr Regeln, auf die man halt entsprechend achten muss, weil im News Trading, das ist auch, aber das ist, bitte nicht falsch verstehen, das ist wieder meine persönliche Meinung. Ne? Ich möchte wirklich nur das weitergeben, was ich aus der Erfahrung aus 25 Jahren Handel, der wirklich fast 60.000 Trades, davon den größten Teil im Minutenchart gemacht hat, ist nur in meiner Welt so. Ich finde, dass das Handeln auf Tagstunde relativ einfach ist, wenig Zeit braucht, Daytrading deutlich mehr Spaß macht, mir persönlich, aber man muss halt wirklich viel, viel mehr fachliches Wissen mitbringen, sich viel mehr an seine eigenen Regeln halten können, emotional sehr ausgeglichen sein, dann macht das riesig viel Spaß, man muss auch bereit sein, vor allen Dingen aus Fehlern zu lernen. Wenn ihr erfolgreich seid, top, dann seht zu, dass ihr euch einen Mentor sucht, der euch nach vorne bringt. Wenn ihr noch nicht erfolgreich seid, dann müsst ihr einfach schauen, was müsst ihr an eurem Mindset verändern, damit ihr da hinkommt, weil das Trading selber ist nicht wirklich schwer. Es ist schwer, mit dem emotionalen Stress umzugehen, aber jetzt der Handel selber, habt ihr jetzt ja gesehen, ne? Also Ausbruch ist da, zack, ich achte halt auf die entsprechenden Tageslinien und dann, ne? Also es ist am Anfang, sieht es total einfach aus. Wenn man es dann macht, sieht man plötzlich, oh, ist doch ganz schwer. Aber wenn man es erstmal eine Zeit lang gemacht hat, dann ist es eigentlich genau wie Autofahren auch. Okay. Marc fragt, rechnest du das Risiko immer vor dem Trade aus? Ja, weil ich möchte halt nicht, also wir haben ja gesagt, das Risiko soll ungefähr 250 Dollar betragen. Es war jetzt etwas weniger, 10, 20 Dollar, aber so ganz grob. Ne? Ich fange jetzt nicht an mit einem Taschenrechner, weil bei einer Aktie, die 700 und kostet, da kann man ja so ganz grob, wenn man weiß, das Risk ist beispielsweise um die 11 bis 12 Dollar. Jetzt waren es 10, dann weiß ich halt, ich kann 20, 25 Aktien kaufen. So, 20 mal 10 Dollar sind 200. Mal 25 halt, bei 25 Aktien genau 250. So, das heißt, ich habe mein Risiko ganz klar und ich weiß auch genau, wo möchte ich mit meinen verschiedenen Take-Profits raus aus dem Markt. Deswegen Risiko ganz klar kalkuliert.
Thorsten fragt noch, danke mal, die zweite Welle handelst du bei Gaps nicht. Kommt drauf an, wann die zweite Welle kommt, Thorsten, weil nach 16 Uhr, wie gesagt, handle ich nicht mehr im Minutenchart, sondern im 5-Minuten-Chart und 16:30 bin ich auch raus, es sei denn, es ist noch eine Position offen. Feierabend. Ich habe früher 14 Stunden am Tag gehandelt, also wirklich von 8 bis 22 Uhr, sonst wäre auch die maximal diese Trade-Anzahl nicht zustande gekommen, die ich bisher auf die Beine gestellt habe. Dann teile mal die Anzahl der Trades, die ich gemacht habe, durch 25 Jahre Handelserfahrung. Dann kommst du im Durchschnitt auf weit über 2000 Trades, kannst du selber runterrechnen. Da muss man schon ein bisschen machen, aber also ist einfach Erfahrungssache. Ich mag halt diese Zeiten einfach nicht mehr, 17 Uhr. Ich finde, ab 20 Uhr geht es wieder, 19.30 Uhr, 20 Uhr. Aber so die Zeit zwischen 17 und 20 Uhr ist so nicht meine Zeit. Und danach, ehrlich gesagt, mache ich lieber andere Dinge, als zu traden. Okay, und Marc schreibt nur noch zum Schluss, ist also reine Übungssache. Ja, ist es am Ende des Tages tatsächlich, wie alles andere auch, was schwierig ist, wenn ihr Geige spielen wollt und gut, dass auch die Freunde sagen, das hört sich wirklich gut an, braucht man halt viel Zeit. So, und das ist beim Traden halt auch, man kann das Ganze abkürzen, also ihr keine Werbeveranstaltung draus bauen, aber entweder übt ihr wirklich viel, viel, viel und immer wieder, arbeitet an euch oder macht das in einer kleinen Gruppe, macht das mit jemandem zusammen oder ihr kürzt es halt ab, indem ihr euch einen Mentor sucht oder ein Seminar besucht, fertig, aus ist die Geschichte. Lernen muss man es wie jeden anderen Beruf auch. Egal, ob ihr Arzt seid oder Trader, wenn ihr wirklich damit Geld verdienen wollt, paar tausend Euro im Monat, dann muss man einfach wissen, das muss man einfach lernen. Fertig. Ne? Okay, ich hoffe, kurzes Resümee, hab ein bisschen was für euch mitnehmen können. Ihr seht, ich gehe da sehr entspannt ran, auch ohne viel Hektik, weil ich glaube, es gibt auch gar keinen Grund für Hektik, weil es ist vollkommen klar, man kann maximal einen bestimmten Bereich verlieren. Gewinnen weiß man immer nicht, wie viel rauskommt, aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Hat mich auch gefreut, dass wieder einige von euch mit dabei waren und wünsche euch noch einen tollen Nachmittag. Einige von euch sind ja auch heute Abend wieder bei uns bei der Trader-Ausbildung mit dabei um 18 Uhr. Und ansonsten hören und sehen wir uns auf eine der nächsten Veranstaltungen. Vielleicht darf ich am Ende noch 30 Sekunden Werbung machen. Wir machen in 10 Tagen Rendite Unlimited am 16. und 17. Mai. Das sollte eigentlich in Frankfurt stattfinden. Dürfen wir ja nicht machen wegen Corona. Und wir machen es jetzt online. Und wir haben noch, ich glaube, 25, 30 Tickets. Wir werden die Woche nochmal freischalten, werden das im Newsletter bekannt geben, ab wann. Also wer den Newsletter von uns noch nicht hat, einfach über meine Webseite abonnieren, wenn ihr mit dabei sein möchtet, wenn wir 2 Tage lang sehr viel über das Thema Trading und Investment reden. Und das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und gebe wieder zurück an Nelson. Super, vielen, vielen Dank, Mario. Mal wieder sehr interessant und natürlich auch vielen Dank an alle Teilnehmer für das Dabeisein und natürlich auch die Fragen in den Chat. Wir haben den nächsten Termin mit Mario am 8. Juni. Dann geht es wieder mit Marktausblick weiter. Da freue ich mich auch schon sehr. Die Aufzeichnung für das heutige Webinar schalten wir natürlich wie immer so schnell wie möglich online. Ich wünsche auch Ihnen noch eine schöne Woche, noch einen schönen Tag heute, erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr, sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.